Test, Test. Vielleicht ein bisschen lauter. Test, Test. Das passt, glaube ich. Grüß Gott, meine Damen und Herren. Ich darf die Mannschaften jetzt offiziell bitten, sich aufzustellen. Gut, als allererstes darf ich herzlich begrüßen zum ersten Bundesliga-Heimspiel des ATSE Graz und ich darf mich auch gleichzeitig herzlich bedanken für die Damen und Herren, die heute erschienen sind, für unsere Mannschaft zu bejubeln. Und als erstes begrüße ich recht herzlich die Gäste aus Wien vom Verein Watt Simmering. Herzlich willkommen. Als erstes darf ich begrüßen im Wilson. Herzlichen Applaus. Als nächstes den Markus Schaller. Dann Simon Hunsbichler. Iveta Galova. Andreas Schneider. Mark Ryan Legitimas und Katharina Hochmeier. Und wir kommen zur Heimmannschaft ATSE Graz. Als allererstes unser Teamleader Erik Seiwald. Dann als nächstes unsere Einzeldame Nina Alma. Entschuldigung, mir ist ein kleiner Fehler passiert. Ich habe leider eine Dame vom Watt Simmering vergessen. Noch einmal einen sehr kräftigen Applaus für Sophie Massetti. Entschuldigung nochmal an Wien für meinen kleinen Fehler. Zunächst kommen wir zum ATSE Graz. Nächster Herr Jürgen Macher. Als nächstes, Karin Seebacher. Unsere nächste Dame, Irene Hohl. Dann Richard Schneeberger. Last but not least, Christian Hartner. Und zu guter Letzt will ich mich noch einmal bedanken bei unseren zwei Schiedsrichtern, bei Harry Schneeberger und bei Vincent Zang. Und wie vielleicht einige von euch auf Instagram gesehen haben, haben wir ein neues Teammitglied beim ATSE Graz und das ist unser Head Coach Schurli. Wir beginnen jetzt offiziell mit den Herrendoppel. Auf. Ist das Feld 1? Auf von meiner Seite aus rechten Spielfeld spielt Christian Hartner mit Jürgen Macher gegen Andreas Schneider und Wilson Vatti-Rappel. Wir beginnen mit den Herrendoppel. Zu meiner Linken trifft die Begegnung vom ATSE Graz Erik Seiwald mit Richard Schneeberger gegen Markus Schaller und Mark Ryan Legitimas.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich wünsche allen Spielern ein gutes Spiel. Vielen Dank. Es geht los. Herzlich willkommen zu dieser Bundesliga-Saison 2022-23, die zweite Badminton-Bundesliga. Sie startet hier mit dem Spiel zwischen dem ATC Graz und Bad Simmering. Wie Sie in der Spielervorstellung schon vernommen haben, geht es natürlich auch hier los mit den beiden Herren Doppeln. Und ja, die zweite Badminton-Bundesliga, diese Saison nur mit 5 Teams, aber nach wie vor mit uns zwei als Kommentatoren. Der Marco ist so, auch man bei mir. Sieht mich. Genau. Wie groß ist die Vorfreude auf die neue Saison? Vorfreude ist, also als erstes mal herzlich willkommen von meiner Seite aus zu deiner Saison. Ich hoffe, wir werden heute ein paar gute Spiele sehen. Ich bin eigentlich auch der großen Überzeugung, dass das so eintreten wird. Bezüglich der Vorfreude hast du mich gerade gefragt. Genau. Freude ist unheimlich groß. Wir haben den ganzen Sommer sehr, sehr stark trainiert und wir sind relativ guter Dinge bezüglich des heutigen Spiels, da wir natürlich mit ein, zwei Verletzungen in der Mannschaft zu kämpfen hatten, ist das natürlich am Anfang immer ein bisschen schwierig einzusteigen. Ich denke, das wird jeder Leistungssportler bzw. Sportler verstehen können, dass da natürlich ein kleiner Rückschlag am Anfang ist, aber wir sind der ATSE Graz, ja. Und ich denke, so zwei kleine Rückschläge werden uns jetzt nicht daran hindern, dass wir dann nicht mit einer noch größeren Motivation in das Match reingehen. Tatsächlich. Ja, der Auftakt natürlich immer ein bisschen ungewiss, wo man steht. Die letzte Saison, das Saisonende doch schon mehr als ein halbes Jahr her. Kannst du uns sagen, wann das letzte Spiel war? Das letzte Spiel war am 5. März, soweit ich mich erinnern kann. Also da haben wir jetzt doch schon einige Zeit nichts gesehen. Und beim ATC Graz hat es allerdings personell keine Veränderungen gegeben, bis auf euren neuen Headcoach. Bis auf den neuen Headcoach. Wir haben es bei der Eröffnung, diejenigen, die von euch schon von Anfang an dabei waren, haben es gesehen. Wir haben einen neuen Metal-Headcoach, der Schurli. wir sind sehr froh über unseren neuen Neuzugang. Und wir denken uns, wird er auch in dieser Situation vor allem aus der einen oder anderen misslichen Lage befreien können. Und wir sehen jetzt gerade auf den ersten genau. Zwei Spielfeldern. Die Herren Doppel. Sie starten Spielfeld 1, du hast es gesagt, Christian Hartner und Jürgen Macher gegen Andreas Schneider und Wissen Wartani Rappel. Ja. Christian Hartner auch noch rechtzeitig fit geworden. Er ist vor ein paar Tagen wieder ins Training eingestiegen, weil es natürlich da ein bisschen gesundheitliche Probleme gab. Ich habe aber heute mit ihm Vormittag gleich geredet, weil ich mich ein bisschen bezüglich der Aufstellung Gedanken machen wollte. Und er fühlt sich fit nach dem gestrigen Training und deswegen bin ich da guter Dinge. Genau. Wird heute auch das Einzelspielen dann? Wird das Einzel das erste dann auch Einzel, das wir sehen. Und am zweiten Spielfeld haben wir Erik Seibelt und Richard Schneeberger. Diese Paarung kennen wir aus der Vorsaison. Hat es einige Male gegeben. Ja. Gegen Markus Schaller und Marc Ryan Legitimas. Okay. Es wird, ich denke mal, unsere Herren, ich habe mit den Herren kurz gesprochen, mit allen vier, bevor das Spiel begonnen hat. Und wir sind alle guter Dinge.
Erik Ritschi fühlen sich sehr gut heute. Vor allem Erik, der ist sehr motiviert. Ich weiß nicht, ob das vielleicht ein paar Spieler bzw. Spielerinnen kennen, wenn man wieder heiß auf die Saison ist und man sieht richtig bei den Kollegen und Kolleginnen so ein richtiges Leuchten, wenn man in die Partie reingeht. Und das habe ich heute nicht, vor allem beim Eriksen, aber nicht nur beim Eriksen, auch beim Ritschi, beim Christian, beim Jürgen. Deswegen bin ich da schon guter Dinge, dass wir heute für einige Überraschungen sorgen können. Und weil ich bin mir relativ sicher, dass wir auf nationaler Ebene da eher als, wie soll ich sagen, als Underdog in die Saison. Als Underdog. Okay. Sehr gut. So ist sehr es gut. Formuliert. Ja, die anderen Teams natürlich. BC Smash, Ohlsdorf, VRC und eben auch Bad Simmering mit dabei. Bad Simmering heute, wie gesagt, dadurch, dass fünf Teams sind, hat natürlich auch immer eine Mannschaft spielfrei in dieser Saison. Heute ist das der BC Smash. Und am nächsten Spieltag wird das der ATC Graz sein. Was ist die andere Begegnung, Ohlsdorf, die heute? Ohlsdorf gegen VRC. Ah, okay. Ist heute noch. Spielen die auch? Weißt du das, ob die auch um 15 Uhr spielen? Ich glaube, die müssen schon begonnen haben. 14.45 Uhr, wenn ich es richtig im okay. Kopf habe. Und jetzt wird sie also gleich reingehen in die ersten beiden Saisonspiele. Ich denke, dass die 2 Minuten bald zu Ende sein sollten. Ja. Dass wir gleich in den Beginn. Ich denke mal, um jetzt zuerst die Begegnung Erik Ritschi gegen Markus und Mark Ryan ein bisschen zu besprechen. Es hängt natürlich sehr davon ab, wie die Verteidigung sein wird. Das heißt, wie die Abwehr bei beiden Seiten sein wird. Das heißt, werden wir da eher eine sehr starke Defense sehen, eine Mauer, wie ich es so gern sage, oder werden Lücken im Stehen im Doppel, sowohl beim ATSE als auch beim Bad Simmering. So, jetzt geht's los. Christian Hartner, Jürgen Macher, auch eine Paarung, die wir selten gesehen haben in der letzten Saison. Und auch hier, diese Doppelduelle hat es noch nie gegeben in den letzten beiden Saisonen in der Bundesliga. Ja. Also alles neue Begegnungen hier. Macht die Sache natürlich noch mal spannender. Ich denke auch, was eine wichtige Komponente sein wird heute, ist der Kopf, die mentale Sache, weil es ist natürlich Saisonauftakt. Und da sind natürlich einige Spieler ein bisschen nervös bei der ersten Begegnung. Deswegen bin ich jetzt gespannt, wie wir im ersten Satz oder vor der Midgame-Pause, in der Elferpause, wie wir da die einzelnen Spiele sehen werden, ob wir da sehr viele Nervositätsfehler sehen werden oder ob beide Vereine es gleich schaffen, gut in die Saison reinzustarten. Ja, der Start auf jeden Fall immer wichtig. Jetzt geht es also tatsächlich los. Und das gleich mal mit einem schönen Punkt. Ja, das Service war von noch. Christian Hartmann. Ja. Das Service war nicht optimal. Für mich ein bisschen verwunderlich, dass Mark Ryan legitimes Doppel spielt und vielleicht wurde im Vereinstraining oder beim Bundesliga-Training, dass diese Kombination öfters gewählt wurde. Ja. Aber bei den ASQ-Bundesmeisterschaften, die dieses Jahr in Wien ausgetragen wurden, haben Hunsbichler und Schaller miteinander Doppel gespielt und ich habe gedacht, dass das die bevorzugte Doppel
Doppelaufstellung sein wird, aber da habe ich mich anscheinend verschätzt dieses Mal. Ja, auf diese ASCII-Bundesmeisterschaften werden wir nachher auch nochmal zu sprechen kommen. Da haben wir nämlich das Finale heute, die Neuauflage bei ja. den Damen. Ja, Nina Almer sehr schön gegen hier. Iveta Galova aus dem Hinterfeld von Christian Hartner. Und dann geht es gleich mal los. 3 zu 3 jetzt, der Spielstand auf dem ersten Court, 2 zu 2 auf dem anderen. Also da geht's mir gut rein. Schöner Punkt von Jürgen Macher. Oh, noch im zweiten Herrn Doppel, hohe Intensität. Schon in diesen ersten Punkten. Aber gut aufgebaut. Sehr starker Ballwechsel von beiden Seiten. Markus Schaller am Ende vollendet. Ja. Also da kann sich einmal bei beiden Spielen niemand absetzen zu Beginn. Und das ist natürlich auch die mentale Komponente. Wie kommt man rein? Und jetzt nicht nur für diese Doppel hier, sondern auch dann für die Damen und für die Einzelduelle. Ja, auf jeden Fall. Ich denke mal, beide Seiten werden jetzt noch ein bisschen brauchen. Mhm. Ich denke mal, das wird nach der Elferpause oder spätestens im zweiten Satz dann der Fall sein, dass wir dann richtig gute Matches sehen werden. Weil natürlich, du hast es angesprochen, keine Matchpraxis 7 Monate. Zumindest nicht auf Bundesliga-Niveau jetzt, macht denn schon was aus. Oh, Netzroller. Glücklicher Netzball hier von Richard Schneeberger. Richard Schneeberger, ja. Darauf müssen wir jetzt beim Einzelfeld. Beim ersten Doppel. Ja, müssen die Jungs aufpassen, ihnen gelingt leider meistens nicht, Ball absteigend zu spielen. Und ja. im Doppel ist das vor allem, wenn der Ball keine richtige Qualität hat. Das heißt, wenn er halbherzig gespielt wird, dann ist es natürlich eine Auflage für die zwei Wiener. Und darauf müssen jetzt die Grazer schauen, dass sie genügend Druck hinter den Ball bekommen, dass da nicht so welche Fehler passieren. Jetzt aber ein Punkt bekommen. Sehr schöner Schlag von ja. sehr, sehr schöner Schlag vom Erik. Erik Seibert. Wie viel steht's da? 6 zu 8 am ersten Feld. Für die Gäste aus Wien. Die hohe Abwehr leider beim Jürgen ist noch nicht weit genug. Und dann müssen sie jetzt schauen, dass es ein bisschen länger bekommt. Okay. Der ist aber draußen. Beide Spieler sind knapp. Ja. Richard Schneeberger, Erik Seibold. Knapp voran. Hast du gesehen, was ich gemeint habe jetzt? Die hohe Abwehr ist noch nicht einmal bei der Doppelauflaglinie. Und das ist bei Spielern, die auf Bundesliga-Ebene spielen, fatal. Natürlich. 9 zu 7. Das war zum Beispiel gut von Christian. Genau. Ja, das ist sehr, sehr gut. Schön vollendet von Christian Hartner zum 8-9. Können wir auf irgendwie den Livestream sehen? Sehr gute Abwehr. Schnell reagiert, ja. Schneider. Ja, das war gut. Und dann geht das Smash ins Netz von Jürgen Macher. 8 zu 10 und Erik Seibold, Richard Schneeberger jetzt mit einem kleinen Lauf plus 3 in der Elferpause.
Nina Almer jetzt auch beim Coaching. Ja. Bei den beiden. Ja. Und der ist draußen. 9-10. Ich muss mich dann kurz nachher entschuldigen bei den Zuschauern. Ich muss kurz dann zu unseren Jungs am Einserfeld hingehen, weil ich habe 2-3 Sachen zu ihnen zu sagen. Ja. Und das werde ich jetzt umgehen. Jetzt geht's in die Elferpause. 11-9 der Spielstand für Andreas Schneider und Wilson Watten-Nirapel auf diesem ersten Feld. Und auf Feld 2. Geht's weiter? 11-9. F zu, 12-8. Pardon. Schöner Schießstand für Erik Seiwald und Richard Schneeberger. Endlich wieder mal ein Punkt aus Sicht von Bad Simmering. Markus Schaller. 12-9. Marco, während du da das schnelle Coaching gemacht hast, auf dem zweiten Feld, 13-9 bereits der Spielstand für Erik Seiwald und Richard Schneeberger. Ich werde jetzt auch ein bisschen mehr ein Auge haben auf Feld 2. Mhm. Und auch der Punkt geht an die Grazer, 14-9. Das Publikum fühlt sich hier. Ja. Im Attention. Auch das natürlich ist schön, wenn man da ohne, wenn man da mit Fans spielen kann. Zum Auftakt in die neue Saison. Am ersten Feld. Ein schöner Punkt von Erik Seiwald. Missverständnis hier bei den Wienern und vielleicht für die Zuschauer noch einmal zu erwähnen, ich habe voriges gecoacht gegen die Wiener beim ersten Doppel. Ich habe zu mir gesagt, dass ich auch vorher angesprochen habe, dass er auf die Länge achten soll, wenn er nach hinten spielt. Das ist auch sehr kurz. Mhm. Weil das natürlich gegen zwei Spieler dieses Karates schwierig ist, weil einerseits haben sie einen guten Smash und andererseits können sie sehr variabel spielen. Mhm. Und das ist natürlich gefährlich, wenn man so kurz aufspielt, weil dann haben einfach die Spieler viel zu wenig Druck und können halt sehr, sehr viele Schläge machen. Ja. Und das zweite Ding war, dass sie ein bisschen variabler sein sollen, sowohl in der Abwehr als auch in der Angriffssituation. Denn sie haben sehr seitlich die Bälle gespielt, also wenn sie angegriffen haben. Und dass sie auch variabler ein bisschen mehr durch die Mitte gehen sollen. Weil das nimmt den Spielern die Möglichkeit, ein bisschen das Spiel zu lesen. Ja. Und deswegen habe ich ihnen gesagt, Jungs, ein bisschen auf die Platzierung achten, hin und wieder auch durch die Mitte gehen und nicht nur immer auf die Paradebeispiele jetzt. Ich weiß nicht, ob die Zuschauer gesehen haben, das war wieder nur auf die Doppelaufschlaglinie und das ist natürlich eine Auflage für den Wilson. Wir müssen jetzt aber auch mal zum zweiten Herrn Doppel schauen. Da muss ich kurz auf den Punkt schauen. Da müssen wir mal schauen. Oh. 19-12, ja. Wir sind da kurz vor dem ersten Satzgewinn und das ist mal sehr erfreulich. Doppelberührung. Aus Sicht von Matthias Graz. Dennoch 19-13 der Vorsprung. Ein schöner Punkt von Christian Wagner, der Ausgleich im ersten Herrendoppel
15 beide. Dein Coaching hat gefruchtet. Und jetzt gibt es die ersten Satzbälle. Und jetzt haben wir den ersten Satzbälle. Sechs Satzbälle für Erik Seiwald und für Richard Schneeberger. Richard. So. Da schauen wir hin. Und der ist ja. In. Und der ist das in. Ist der erste Satz. 21 zu 14 gewinnen Erik Seiwald und Richard Schneeberger den ersten Satz gegen Markus Schaller und Mark Ryan Legitimas. Wollen wir uns das aufschreiben oder nein, das müssen wir eh nicht, das sollen wir haben dann ich glaube, das haben die Schiedsrichter sowieso mit dabei. Ja, dessen, wenn jetzt dann schauen wir, glaube ich, am besten jetzt mal in die entscheidende Phase vom ersten Herrn Doppel. Das größte Problem, was aktuell die Grazer haben, sind die, sind die verhäuften Eigenfehler, die nicht provoziert sind. Das heißt, die Grazer waren hier nicht sehr stark unter Druck und demzufolge sind dann trotzdem Fehler passiert, das war jetzt gut. Sehr wir müssen Druck schauen, gemacht, dann, dass wir im zweiten Satz versuchen, diese Eigenfehler zu unterbinden, weil dann würde der Punktestand meiner Meinung nach ein bisschen anders ausschauen. Ja, dennoch alles möglich in diesem ersten Satz. Alles noch möglich. 17-17. Ja, das war gut. Und dann der Punkt, und das die war jetzt, Führung. Das war jetzt gerade gut, das war gut. Das war gut. Christian Hartner. So. Ja. Probleme von Wilson war dann die Rappel bei der Annahme vom Service. Na, vom Schneider war es. Achso, Entschuldigung. Ja. Von Andreas. Der Schneider. Kurz. Ja. Das ist es halt, das. Da müssen die Grazer aufpassen. Entweder man muss eine andere Lösung in der Situation finden, wenn das mit der hohen Abwehr nicht funktioniert. Oder man muss schauen, dass man die Länge zusammenbekommt. Das war gut. Nachsetzen. Ja. 19-8. Gut. Oh je. Das ist bitter in dieser Situation. Das war jetzt ein ganz wichtiger Punkt. Missverständnis zwischen den zwei Grazern. Aber und dann gibt es statt zwei Satzbällen den Ausgleich. Aber man darf das jetzt nicht vergessen. Das ist auch eine Drucksituation. Aber, natürlich. Aber ich weiß, dass Andreas Schneider auf der mentalen Ebene extrem stark ist. Ja, da hat er ein bisschen spekuliert. Gefährlich. Gute Abwehr von den Grazern. Boah. Und der ist auch, der ist drinnen. Und das war schade, sehr, 20, sehr schade. 19. Da hat Christian Hartner, glaube ich, beim Service schon ein bisschen spekuliert, dass er draußen ist. Ja, ich bin auch der Meinung, dass er draußen gelandet wäre, aber das ist von der Kommentatorenbox, nenne ich natürlich es jetzt, ein bisschen schwierig einzuschätzen. Oh, ja, ja. Und das war ein schöner Punkt. 20 beide. Und da war jetzt ein Paradebeispiel, das ist eben die Variabilität von der Platzierung, eben, was in so welchen Situationen eben extrem gut ist, meiner Meinung nach, als Trainer. Okay. Oh je. Aber schöne Abwehr von Jürgen Macher. Gute Länge auch. Ist das Mesh im Netz. Sehr schade. Ja. Sehr, sehr schade, weil es war meiner Meinung nach ein guter Ballwechsel von den Grazern. Da hat nicht viel gefehlt. Satzball Nummer 2 für die Gäste aus Wien. Ich sag, er wird auf die einspielen, denke ich. Wir werden es aber gleich sehen. Ja. Sehr gut gemacht. Christian Hartner. 21 beide und das Publikum steht voll hinter den Grazern. Ja. Ganz wichtig in solchen entscheidenden Momenten. Wir werden jetzt noch kurz auf Feld 1 bleiben, weil wir natürlich hier auf der äußerst spannenden. Wieder so ein Eigenfehler. Das ist schon in Ordnung. Jetzt geht es daran, Jürgen zu motivieren. Das sind zwei unglückliche Rahmenbälle. Gewesen, ja. Aber das passiert am besten. Das passiert und solange man es ausbessern kann, ist alles so
Okay. Ja, sehr, und das macht er höchstpersönlich. Sehr gut. Das war sehr gut nachgedacht. 22 beide. Wollen den wirklich guten Beginn von Erik Seibold und Richard Schneeberger natürlich jetzt nicht unterschlagen, aber am Feld 1 geht es halt doch sehr spannend zu momentan. Sehr gute Platzierung von Wilson beim Smash. Rechte Hüfte, das ist nahezu fast die schwierigste Stelle für einen Rechtshänder zum Abwehren. 23-22. Nächster Matchball. Für Vatani Rappelschneider. Oh, sehr, sehr glücklich für die Grazer. Da müssen sie, glaube ich, selber mal durchatmen. 23 beide. Ich denke, Christian Hartmann wird jetzt wieder auf die 1 kurz servieren. Ja. Gute Länge. Oh, so, schade. Leider out. Ein bisschen zu lang. So, 9-6. Für auf dem Zweierfeld muss man jetzt wieder ein bisschen aufpassen. Und Richard Schneeberger, da geht es auch schon in Richtung Elferpause wieder. 10-6. Aber jetzt müssen sie den nächsten Satzball abwehren. Und das machen sie. Sehr, 24 sehr, beide. Sehr, da muss ich auch wieder. Das ist. Ich würde jetzt an Jürgen seiner Stelle würde ich jetzt hochservieren. Ich bin gespannt, für was er sich entscheidet. Aber ich denke, Jürgen wird einen sicheren Weg angehen. Ja. Oh, das war gefährlich vom Pünktchen. Ja, und dann holen sie sich den nächsten Satzball. Und das weiß er selber, dass das gefährlich war. Müsste schon der 5. sein, wenn ich richtig gezählt habe. Währenddessen auf Feld 2 in der Elferpause die Grazer mit einem 5-Punkte-Vorsprung. 11-6, dort ja genau. Das ist kurz. Und jetzt ist es passiert. 26-24 geht der erste Satz an Watzimmerink, Wilson Vatani Rappel und Andreas Schneider. Ja. Und dann schauen wir, würde ich sagen, zum zweiten. Ich werde hier kurz wieder mal die Kommentatorenbox überlassen. Schneeberger. 12-6. Ja, und der nächste Punkt, 13-6, der Schatz. Jetzt wirklich schon sehr gut aus, nachdem der erste Satz ja auch gewonnen worden ist mit 21-14. Aber die spielen noch wirklich sehr sicher heute. Ganz kurz auch, nachher geht es mit dem Damen-Doppel dann weiter. Irene Holnina-Almann gegen Katharina Hochmeier und Sophie Massetti. Das wird dann die nächste Partie sein, nachdem das erste Herren-Doppel hier beendet ist. 14-7. 7 Punkte Vorsprung. Und in 20 Sekunden geht es dann auch weiter mit dem ersten Herren-Doppel. Ja, du hast es angesprochen bei Erik Seibold, dass der wirklich gierig ist auf diese neue Saison und das sieht man, finde ich.
man muss natürlich auch sagen, natürlich, bei den Grazern, das ist ein eingespieltes Doppel. Das stimmt, ja. Die spielen da über Jahre schon so. Die kennen aneinander, die wissen, was, was für ein Schlag meistens kommt, in welcher Situation. Genau. Etliche Male steirische Meister geworden, auch in dieser Formation. Ja, sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Das machen im Zweier-Doppel machen das die Burschen sehr, sehr gut. Genau, und zuletzt auch Rang 3 beim Elite-Turnier in Wolfurt im Doppel. Erik Seibold und Richard Schneeberger. 16 zu 9. Ja, das ist zweiter Satz. Ist auch schon losgegangen, ja. Aber hättest du gedacht, dass das zweite Herrendoppel so deutlich wird, wie wir es hier sehen, momentan? Das Hauptproblem bei der Voreinschätzung für mich ist, dass ich in Mark Ryan nicht so oft im Doppel gesehen habe, weshalb ich mir wegen der Einschätzung schwer tue. Er ist ein herausragender Spieler. Er spielt auch nahezu jedes Elite-Turnier, was ich immer verfolge. Und deswegen von den Skills her weiß ich, dass er auf einer sehr hohen Ebene dabei ist. Jedoch weiß ich natürlich nicht, wie es im Doppel ist. Ja, okay. Ja, aber letztes Jahr hat es fast genau das gleiche Doppel auch gegeben. Ja. In der Bundesliga allerdings nicht mit Erik Seibold, sondern mit Jürgen Macher und Richard Schneeberger. Da haben die Wiener in 3 Sätzen knapp gewonnen. Ja. Aber das letzte Jahr auch mit einer unglaublichen Pechsträhne vom ATSE. Da hat es sehr viele knappe 3 Satzmatches gegeben, die man verloren hat. Jetzt schaut sie mal gut aus im zweiten Herrendoppel. 19 zu 11. Ja. Ich glaube, das sollte jetzt schon ziemlich eindeutig sein. So, die Burschen müssen sich jetzt raffen langsam. Die Grazer müssen schauen, dass sie langsam die Initiative ergreifen in dem Doppel. Achtung kurz. Jetzt gibt es 8 Satzbälle. Matchbälle schon. Für Erik Seibold und Richard Schneeberger. Ja. Ja, das ist das erste Match. Ja, große Jubel auch schon. Das ist sehr toll. Sehr, sehr starke Leistung von den Grazern. Genau, und ich glaube auch wichtig, vor allem für Richard Schneeberger, da gleich mit dem Sieg reinzustarten. Natürlich auch für Erik Seibold. Das ist verdammt. Das war jetzt sehr gute Abwehr von Christian. Also 1-0 für ATSC Graz. Die neue Saison beginnt, wie die alte geendet hat. Sehr schön. 6-3 Führung. Und genau das habe ich vorher angesprochen, wie ich kurz in die Pause gegangen bin. Ein bisschen Variabilität, versuchen durch die Mitte ein bisschen was aufzubauen. Nicht so sehr auf die Seiten und die Initiative ergreifen. Nicht so passiv, mit dem passiven Spielen meine ich. Nicht dauernd immer nur hochspielen, nicht dauernd Netz clear, nicht immer nur hohe Abwehr, sondern auch versuchen, dass mal kurz mal blocken, mal rein nach vorne gehen, versuchen ein bisschen zu rücken. Bitte? Der Schiedsrichter kurz zu uns gekommen. Das Damendoppel wird jetzt dann also starten auf Feld 2. Und Christian Hartner und Macher sind wieder dran. 5-6.
Ja, Marco, kommen wir vielleicht kurz zu den Damen. Ja. Nina Almer, wie schätzt du ihre Form ein? Sie hat jetzt ein Elite-Turnier gewonnen. Herausragend, muss ich sagen. Aber man muss auch sagen, die Nina und ich haben im Sommer sehr stark trainiert. Drei bis viermal die Woche. Und das sieht man natürlich. Ich habe die Nina ein bisschen bei den ASCII-Bundesmeisterschaften gecoacht. Mhm. Und die sie auch gewonnen hat. Die sie auch dann mit Bravour hat sie die geschafft. Und man hat es jetzt auch gesehen beim Elite-Turnier, dass sie da sehr gut durchgegangen ist durch jedes einzelne Spiel. Und zu den allgemeinen, zu den Doppelformationen, also Irene und Nina, sie haben in dem Sommer bei den Bundesliga-Trainings haben sie teilweise herausragende Matches gespielt. Ja. Und wenn sie das heute abliefern können, dann erwarte ich mir zumindest, dass sie ein bisschen die Wiener ärgern können. Mhm. Ja. Auf der anderen Seite steht halt eine WM-Teilnehmerin. Ja. Das muss man auch sagen. Genau. Katharina Hochmeier, die aktuelle Top-Transfer. Der Top-Transfer bei den Wienern, richtig. Das sind wir Ring. So, 10 zu 7 für die Wiener. Für Andreas Schneider und Wilson Watanabe. Und dann gehen wir dort in die Elferpause. So, jetzt haben wir auch das Ausrufen des Doppels gehört. Das sind also in Kürze. Also das zweite Herrendoppel, das Damendoppel war dann auf dem zweiten Feld, jetzt dann in Kürze. Nina Almer und Irene Hohl gegen Katharina Hochmeier und Sophie Massetti. Es ist jetzt wichtig, dran zu bleiben in dieser Phase, nach diesem knappen, harten Kämpfen. Erstens Satz 26-24 ist der an Andreas Schneider und Wilson Watanabe Rappel gegangen. Nächster Punkt, 13-9, weiterhin plus 4 für Watt. Aber jetzt der Punkt, das ist in Ordnung. 10 zu 13, das ist der Glatzer. Das ist jetzt auch, glaube ich, eine ganz entscheidende Phase. In diesem zweiten Satz hier. Sehr schön. Ja. Und das sind eben die Bälle, die jetzt die Grazer brauchen. Ja. Nicht immer nur Ruhe abwehren. Schauen, dass man in der Verteidigung auch ein bisschen Variabilität zeigt. Schöner Service von Christian. Ja. Genau. Und da ist das 12-13 Anschlusspunkt für die Grazer. Thank you.
Und schon steht es wieder 13 beide. Bei den Männern. So ist es. 4 Punkte in Folge jetzt. Damen beginnen jetzt auch zu spielen. Ah, schade. Und los mit dem Damendoppel. Schön. Schöner Ballwechsel. Aktuell noch. Das sind die unprovozierten Einfälle. Das sind halt die Punkte, die am Ende fehlen wahrscheinlich. Ja. Die gilt das jetzt einfach noch in im Endgame vom zweiten Satz, gilt es die jetzt einfach zu vermeiden. 13-15, so ist es. So, damit doppelt, 3-1. Nina Alma und Irene Hohl. Ja, das ist jetzt genau in der Phase natürlich bitter. Der hat die 4 Punkte aufgeholt und dann sind sie schon wieder weg. 17-13. Bei den Damen wiederum. Für was? Bei den Damen steht es jetzt. 3 beide. Ja, das. Oh, jetzt sind die gerade in einem Strudel drinnen. Jetzt müssen sie schauen, dass sie es so schnell wie möglich ändern, sonst wird das noch schwer. 18-13. Boah, das war das dritte Service hintereinander, was da Andreas auf den Jürgen hochspielt. Aber mir gefällt das Spiel jetzt auch gerade von den Wienern sehr schön. Das ist sehr variabel, sowohl im Angriff als auch in der Verteidigung. Da spielen sie wirklich sehr schön raus. Und sie machen jetzt halt in den entscheidenden Momenten da. Alarmiert. Oh, gut. Gute Reaktion von Christian. Jetzt nachsetzen. Dranbleiben. Nicht das Tempo rausnehmen. Ja, das und war sehr schön gespielt. Ist der Punkt da. Aber es dauert momentan einfach, bis man zu den Punkten kommt. Es ist sehr, sehr schade aus der Sicht der Grazer, dass da eben teilweise sehr viele Einfehler passiert sind, sowohl im ersten als auch im zweiten Satz. Ja, vor allem im ersten Satz, der so knapp war. Ja. Und Irene Olnina Alma vorne. Oh. So, das ist der Netzroller zum Matchball. Für Andreas Schneider und Wilson Watanirappel. Die hier jetzt also 6 Matchbälle haben. Das wäre schon eine wahnsinnige Aufholung, wenn es dann nicht jetzt 1-1 steht nach dieser Partie. Muss man so sagen. Ja, das ist es. 1-1. Der Spielstand 26-24, 21-15. Das erste Herrendoppel ist auch vorbei. Wissen wir, Daniel Appel und Andreas Schneider schlagen Christian Hartner und Jürgen Macher. Ja, und da wird es also auf dem ersten Feld dann schon mit den ersten Einzeln der Saison weitergehen. Sind beide bei den Damen. Schöner Service von der Nina. Wow. Sehr, sehr stark. Irene Hohl kriegt den übers Netz. 8-7. Ja,
Schade. 9-8. Ich muss mich wieder entschuldigen. Ich gehe kurz zu den Damen, so, weil wir werden bald in die Elferpause gehen. Der Marco wieder beim Coachen. Auf dem zweiten Feld. Neun zu neun, also alles ausgeglichen im ersten oder im einzigen Damendoppel, besser gesagt. Ja. Sehen beide und dann werden wir gleich schauen, wie es hier in die Pause geht. Mit einer Führung von Katharina Hochmeier und Sophie Massetti. 1:1, der Spielstand insgesamt nach den Herren Doppeln. Und jetzt sind wir also gerade in der ersten Elferpause beim umkämpften, bisher umkämpften Damendoppel. 11:10. Für die Wienerinnen. So, wenn wir jetzt auch sehen, welches Herren-Einzel da als erstes ausgetragen wird. Auf Feld 2, Christian Hartner hat gerade noch gespielt. Ja, wissen wir dann die Rappel auch. Also da sehe ich jetzt keinen Vorteil für irgendeine Mannschaft. Von den beiden. Weiter geht's. 11:10. Für die Wienerinnen im Damendoppel. Schöner Punkt von Irene Hohl, 12:11. Das Damendoppel, es bleibt auf jeden Fall spannend. Es ist auch die ganze Aufmerksamkeit darauf gerichtet. Dieses Duell, weil das andere Spielfeld natürlich gerade nicht besetzt ist. Spielstand, nochmal zur Erinnerung, 1:1 zwischen ATC Simmering und ATC Graz und Simmering natürlich zum Auftakt in diese neue Saison der zweiten koordinierten Bundesliga. 13:14 aus Sicht der Wienerinnen Katharina Hochmeier, eine der besten Doppelspielerinnen Österreichs, auch bei der WM dabei gewesen in diesem Jahr. Gemeinsam mit Sophie Massetti.
16-13. René und Lina Almer plus 2 erstmals. Und da sehen wir am ersten Spielfeld. Jetzt ist also gleich weiter mit dem zweiten Herren-Einzel. Erstmal Erik Seibald, der trifft auf. Darf ich das kurz mal schauen? Markus Schaller, genau. Das zweite Herren-Einzel. Also 2016. Und jetzt ist der erste Satz auch vorbei. Nina Almer und Irene Ohl gewinnen gegen Katharina Hochmeier und Sophie Massetti den ersten Satz. 21-16. Und das ist schon wirklich ein guter Erfolg. Ein starker Auftakt in die Saison und der Eindruck auch wie Nina Almer in den letzten Monaten gespielt hat, in den letzten Wochen, besser gesagt, der hat nicht getäuscht. Und der Marco hat es ja schon angekündigt, die haben im Training wirklich sehr gut gespielt im Doppel und können jetzt also hier mit 21-16 in Führung gehen. Gegen Katharina Hochmeier und Sophie Massetti. Genau, im zweiten Spielfeld geht das zweite Herren-Einzel los gleich. Erik Seibald gegen Markus Schaller. Nochmal die Spielervorstellung gehört von Harald Schneeberger. So, Beginn des zweiten Satzes im
Damen-Doppel, der erste mit 21:16 an Irene Hohl und an Irene Hohl und Nina Almer gegangen. Sind also jetzt gerade im Beginn. Der Sätze hier. Erik Seibald gegen Markus Schaller mit 3:1 in Führung. Auch da der Start. Netz von Sofia Massetti. 3:1 auch wieder für Irene Hohl, Nina Almer. Das war im ersten Satz auch der Fall. Aber auch da haben sie erst nach der Mid-Game-Pause dann sich entscheidend absetzen können und diesen Satz gewonnen. Ja, auch Erik Seibald mit dem starken Start natürlich, mit dem Sieg im im Doppel, wo auch Markus Schaller gespielt hat. Also wo Erik Seibald eben auch gegen ihn gespielt hat und gewonnen hat. Das gibt dann natürlich nochmal einen extra Schub Selbstvertrauen. Wenn man weiß, man hat seinen Über heute schon geschlagen. Das Netzband zur Stelle war. 5 beide. Okay, das haben wir jetzt auch das Coaching gehört. Vielleicht haben Sie es auch gehört, im Damen-Doppel. Da hat Zimmering natürlich nicht zufrieden damit. Aber Irene Hohl und Nina Almer, die spielen halt auch wirklich gerade wahnsinnig gut. 6-5. Der war dann doch draußen. Hat zuerst anders ausgesehen. Und auch Erik Seibald hier, gecoacht von Jürgen Macher, der nachher auch noch sein Einzel hat, also sein Doppel hat, dann mit Karin Seebacher, eben gegen Andreas Schneider, Katharina Hochmeier. Sehr schöner Punkt auch wieder von Nina Almer und Irene Hohl, die den da super aufgebaut haben. 8:6. Wieder die knappe Führung. Ja, sie zeigen da wirklich auf in dieser Partie. Sind nervig und lästig für die Wienerinnen. Und das war auch das, was der Marco hier schon gesagt hat. Er ist optimistisch, dass man die Wiener auf jeden Fall nerven kann. Und da steht es 10:6. Plus 4 auch Erik Seibald geht mit 11:8 in die kurze Pause. Out. 11:6. 5 Punkte Vorsprung für Irene Hohl und Nina Almer.
Erik Seiwald. Das ist Aktion, der Punkt ist aber trotzdem nicht da. Super Punkt von Markus Schall in diesem Fall. Ja, und da ist das 12-9. So, bei den Damen jetzt 3 Punkte in Folge für die Wienerinnen, für Massetti Hochmeier. 12-9 hat der Spielstand. Ja. Eberlon 11-9 natürlich. Der ist auch knapp drinnen. Die Wienerinnen sind wieder dran. Auch im ersten Platz. 11-12. Ja, sehr knapp. Wieder beide Duelle hier. Ausgleich. Für Hochmeier-Massetti. Führungswechsel und das war, glaube ich, jetzt der 6. Punkt in Folge für Ratzingerring und damit Doppel. Die sind deutlich besser aus der Elferpause gekommen. Ja, und da sind solche Punkte natürlich gut mit der von den Alma. Unentschieden in beiden Partien. 12-12 im Herren-Einzel. Ja, schöner Punkt von Erik Seiwald. Der hat der Markus Schaller am falschen Fuß erwischt. In Alma. 13-12. Jetzt kommt wieder hier die Phase, wo die Grazerinnen im ersten Satz einen Abstand reingebracht haben. Und den Satz dann gewonnen haben. Ja, und auch das wieder. 14-13. Erik Seiwald 17-14 vorne, plus 3. Im zweiten Jahr, also. Und den haut er dann raus. Ja. Solche Punkte natürlich bitter. Wir schauen wieder zu den Damen. Oh, Nina Alma ärgert sich da. Führungswechsel. 15-14. Ja, und auf dem ersten Feld. Jetzt der Ausgleich, 17 beide. Da geht es in die entscheidende Phase. Da war das Feld offen für Erik Seiwald. 18-17. Ja, aber Zuschauerbänke auch gut gefüllt. Hilft dem Mathe Segrat. Natürlich. Wenn man da an die letzten beiden Corona-Saisonen denkt. 18 beide. Nina Hohl, Nina Alma und Irene Hohl wieder vorne.
16-15. Und der ist draußen. Los 2. In dieser Phase natürlich kann alles passieren. Oh, schöner Punkt von Erik Seiwald zum 19-18. Und da geht's hin. 16-17. Wir sind beide so eng, die Partien noch nicht auszumachen. An wen die Sätze hier jetzt gehen. Ja. Und da ist der 18. Punkt. Ganz wichtiger, 18-16. Und gleichzeitig Satzball für Erik Seiwald. Ja, und den nutzt er, den ersten. 21-19, ein knapper erster Satz. Im Herren Einzel. Erik Seiwald schlägt Markus Schaller im ersten Satz mit 21-19. Da geht es jetzt dann auch gleich weiter. Jetzt allerdings 19-17. 2 Punkte Vorsprung für Nina Almer und Irene Hohl. Ja, eine kleine Überraschung wäre es natürlich schon. Und der ist drinnen. 3 Matchbälle für Irene Hohl und Nina Almer. Bin ich auch schon ein bisschen nervös jetzt. Das ist natürlich nicht alltäglich. Denn der Ball ist im Out. 21-17. 2-1 für den ATC Graz. Irene Hohl und Nina Almer starten richtig gut in die Saison. Gewinnen gegen Katharina Hochmeier und Sophie Massetti. 21-16. Und 21-17. Also, das ist der zweite Punkt für den ATC Graz. Das ist ein wirklich sehr guter Auftakt. Der Marco ist auch wieder bei mir. Du hast das Spiel jetzt ganz von der Nähe verfolgt. Was sind deine ersten Eindrücke? Entschuldigung, ich muss mich jetzt kurz sammeln, damit ich da was einigermaßen Adäquates rausbekomme. Traumhaft gespielt von den Mädels. Ich habe zu ihnen gesagt, sie sollen versuchen, wenn sich die Lücken ergeben, und die haben sich ergeben, sie zu sehen und sie anzuspielen. Und das war eigentlich fast schon, das war der Matchplan von Anfang an, und der hat funktioniert. Also, der Sieg für die beiden. Erik Seiwald gegen Markus Schaller im zweiten Satz. 2 beide. Auch da, wir haben es vorhin gesehen, der erste Satz 21-19 für Erik Seiwald. Also auch da einmal die Satzführung für den ATC Graz. Max. Wo bin ich stehen geblieben? Genau, die Lücken anzuspielen, die haben sich ergeben und das haben die Mädels traumhaft gemacht, angespielt. Und vor allem auch der Angriff, der war ausgezeichnet, auch von der Variabilität. Das ist besser. Also. Erik Seiwald gegen Markus Schaller. Und dann wird es auch bald das nächste Spiel geben. Als nächstes starten wir das dritte Herren-Einzel. Richard Schneeberger gegen Simon Hunsbichler auf Feld 2. Okay. Richard Schneeberger
gegen Simon Hunsbichler, also das nächste Spiel. Wir haben das zweite Herren-Einzel laufen. Erik Seibold hat den ersten Satz gewonnen. Gegen Markus Schaller ist jetzt mit 6-4 zurück. Es war ein sehr knapper und auch ein sehr intensiver erster Satz. Entschuldigung. Der erste Satz an Erik Seibold. Ich habe leider beim ersten Satz vom Erik nicht so viel verfolgen können, weil ich mich durchgehend auf meine zwei Damen konzentriert habe. Und deswegen bin ich jetzt neugierig, was ich da jetzt zu sehen bekomme vom Erik. Auf jeden Fall war es ein sehr knappes Spiel im ersten Satz. Ich habe gerade gesehen, 21-19. 21-19, genau. Das ist natürlich den ersten haarscharf. Satzball hat Erik Seibold dann genutzt. Und auch den einzigen. Ja, sehr, 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 sehr gut. Und wir haben gerade meiner Meinung nach den effektivsten Schlag vom Erik gesehen. Und das ist der Slice-Cut-Drop. Der nimmt halt sehr, sehr viel, also wenn man ihn richtig spielt, es gibt da von verschiedenen Varianten, der nimmt halt sehr, sehr viel Geschwindigkeit raus, weil man natürlich gegen die Flugrichtung spielt. Und deswegen ist er meiner Meinung nach sehr effektiv als zusätzlicher Schlag für ein bisschen Variabilität im Angriff. Und ich finde da, Erik kann den schon sehr, sehr stark spielen. So, also auf dem zweiten Feld heißt jetzt dann Richard Schneeberger gegen Simon Hunsbichler. Und ja, das hat es auch gerade erst gegeben im Halbfinale der ASCE-Bundesmeisterschaften. Gut, ein Monat ist es her. Da hat Simon Hunsbichler knapp gewonnen. Einmal zu 21, einmal zu 22. Oh. Also auch das könnte ein knappes Duell werden. Erstes Feld, erster Court. 9-8 Führung für Erik Seibold. Aber ich will auch kurz vielleicht was leicht Mentales sagen zum Einzelmatch. Und zwar, so, ich sehe den Erik lächeln. Und sofern das eintritt, ist er noch mit vollem Elan dabei und genießt das richtig. Und deswegen bin ich... Ja, das hat man auch im Doppel gesehen, finde ich. Deswegen also bin ich vor allem von der mentalen Schiene, bin ich da noch sehr überzeugt vom Erik, dass da jetzt nicht so viel passieren wird. Ich bin jedoch jetzt gespannt, was er beim Match jetzt tun wird. Weil ich konnte dann noch nicht so eine richtige Strategie herauslesen aus dem Spiel aktuell vom Erik. Deswegen bin ich gespannt, was ich jetzt... Ich werde mich jetzt ein bisschen mehr darauf fokussieren, um da ein bisschen was unseren Zuschauern zu berichten. Und wir sehen da gerade auf Feld 2 Richard Schneeberger und Simon Hunsbichler. Simon Hunsbichler beim Einspiel. Im dritten Herren-Einzel. Da gab es ja auch was. Hast du es vielleicht aufgeschrieben, weil da gab es ja auch eine Begegnung bei den ASCE-Bundesmeisterschaften. Genau, das habe ich eigentlich gerade gesagt, ja. Da hat es ein ganz knappes Spiel gegeben im Semifinale, einmal zu 21. Ich glaube, wir müssen kurz unseren Techniker holen. Ich bin gleich zurück. Ich verlasse mich inzwischen mal auf den Spielstand, den uns Schiedsrichter Harald Schneeberger ansagt. 14-9. Für Erik Seibold. 15-10. Also, dürft's ein kleines Problem hier mit der Technik, aber 15-10. Erik Seibold 5 Punkte vorne. Mitte des zweiten Satzes. Wie viel steht's? Hast du gerade 15-10. 15-10. Das ist, ist auf jeden Fall der Spielstand, den ein guter Polster vernehmen konnte. Erik muss jetzt schauen, dass er das nicht zu locker nimmt mit dem Punktevorsprung, weil das passiert hin und wieder den Spielern und Spielerinnen öfters, wenn sie einen guten Vorsprung haben, dass sie dann ein bisschen die Konzentration steifen lassen. Und da geht es jetzt für den Erik daran, das runterzuspielen. Ja, für das ist der Vorsprung, glaube ich, noch nicht groß genug. Also 4 Punkte sind natürlich auch schnell weg. Das haben wir im Damen-Einzel gesehen. Im Damen-Doppel gesehen, wo es ja immer wieder hin und her gegangen ist.
weiß nicht, ob man es gerade gesehen hat, aber Erik hat gerade gesagt, konzentriere dich. Und das meine ich, er muss jetzt schauen, dass er da jetzt standhaft bleibt. Boah, sehr guter. Sehr guter Netzball vom Markus hier. Sehr, sehr viel Präzision. Markus Schaller. Das war schon ein sehr guter Ball von Erik. Gut. Erik, persönlich, was ich. 18-13 der Spielstand. Ich finde ja persönlich, dass der Erik eine sehr gute Smash-Platzierung hat. Immer auf die rechte Hüfte. Und das ist natürlich, wie ich gerade vorher angesprochen habe, natürlich ein sehr, sehr schwieriger Platzierung, um zu verteidigen. Jetzt haben wir auch den Spielstand wieder richtig. 18-13, also für Erik Seibold, der braucht noch 3 Punkte, um hier den 3. Punkt für ATC Graz zu holen. Ich bedanke mich bei, ich habe jetzt gerade die Kommentare gelesen. Ich bedanke mich herzlich bei den ganzen Zuschauern, die heute hier zuschauen, für die netten Kommentare. So. Sie zaubern mir auf jeden Fall ein Lächeln ins Gesicht. Vielen Dank. Hier jetzt guter Ballwechsel vom Erik. Da ist der Punkt. Sehr, sehr schön. Von Erik Seibald. Matchbälle für Erik Seibold. Oh, der erste, den hat er gut abgewehrt, Markus Schaller. Gutes Nachgehen von Markus. Aber wie gesagt, es bleiben noch 6 weitere. Um das zweite Herren-Einzel zu gewinnen für ATC Graz. Oh, sehr gut. Erik Seibold, 2 sehr, Spiele, sehr 2 Siege, Lupenreine Weiße und der ATC Graz führt mit 3-1. Gegen Wad Simmering. Ja. Das ist wirklich mal ein sehr guter Auftakt. Für den ATC Graz. Also das erste Herren-Einzel wird jetzt dann, glaube ich, das nächste Duell sein. Während das dritte schon im vollen Gange ist. 4 Punkte Führung für Simon Hunsbichler gegen Richard Schneeberger. Wie gesagt, das haben wir gerade erst gehabt, dieses Duell bei den ASCII-Bundesmeisterschaften. Da kommt nachher noch eins, das Damen-Einzel.
Dann drittes Herren-Einzel. Richard Schneeberger gegen Simon Hunsbichler. 10-14. Der Zwischenstand der ATC Graz führt insgesamt mit 3-1. Gegen Bad Simmering. So, jetzt bin ich wieder zurück. Spielstand vom dritten Herrn Einzel ist 11-15. Also Führung für Simon Hunsbichler. Aktuell war er drinnen, schauen wir mal. Ja, da fragt er mal nach. Ich glaube, der wird wiederholt. Ricci muss aufpassen, dass er diese einen Fehler versucht zu vermeiden, weil das sind einfach nur unprovozierte Eigenfehler, die nicht sein müssen. Und mir kommt es gerade vor, dass der Ricci noch nicht ganz ins Match gefunden hat. Ich kenne ihn doch jetzt sehr gut. Ich habe es der Mannschaft vorher schon gesagt. Ich werde versuchen, jetzt wieder ein bisschen mehr hier zu bleiben, weil der Erik jetzt auch, wie man sehen kann, hinterm Ricci sitzt. Genau, beim Coaching. Es gilt jetzt vor allem daran, Ricci ruhig zu stellen und zu sagen, spiel dein Spiel. Ja. Denk nicht zu viel darüber nach, weil prinzipiell kann der Ricci jeden Schlag im Badminton. Und es kommt nur noch auf die Qualität darauf an, dass er nicht zu kompliziert denkt. Da denkt er zu kompliziert. Ja, der ist auch draußen. Das sind wieder die Eigenfehler. Satzbälle für Simon Hunsbichler. 9 sind es. Ja, mit dem Satz muss er jetzt abschließen. Ich glaube, das hat er absichtlich gemacht, so wie es ausgeschaut hat. Und dann jetzt mit vollem Elan rein in den zweiten. Ja. Also, in Kürze wird dann noch das erste Herren-Einzel starten. Christian Hartner gegen Wilson Watteni-Rappel. Ja, Christian Hartner hat noch nie gewonnen gegen ihn. Auch vorher nicht. Im Doppel. Vielleicht sehen wir heute eine Premiere. Aber von Erik Seiwald auf jeden Fall ein sehr guter Tag heute. Ja, beide Matches gewonnen. Und beide in zwei Sätzen. Das ist schon einmal ein guter Einstieg in die Bundesliga. Also, die beiden Herren-Einzels und dann sehen wir natürlich auch noch das Damen-Einzel und zum Abschluss das Mix. Ja. Also, zweiter Satz beginnt hier. Zwischen Richard Schneeberger und Simon Hunsbichler. Das ist gut. Und diese Gelegenheiten muss der Ricci versuchen zu nutzen. Wenn die Länge nicht stimmt von den Bällen, muss der Ball einfach abwärts gehen und mit einem guten Angriff. Ricci besitzt einen guten Angriff und das muss er einfach, das ist meiner Meinung nach einer seiner größten Waffen, der starke Angriff. Und da muss er einfach schauen, dass er da die Gelegenheiten nutzt. Weil es ist nicht so, dass dem Simon jetzt keine Fehler passieren. Ja. Und mit Fehler meine ich jetzt nicht nur die Outbälle, sondern auch passive Fehler. Das heißt, ein bisschen zu hoch am Netz. Genau. Oder nicht die Länge ins Hinterfeld zusammenzukriegen. Die Gelegenheiten, die es einem Gegner dann gibt. Ja, genau. Und das gilt es eben da, das gilt es für den Ricci, da
sofort zu nutzen und entweder am Netz besser aufzupassen oder ja, das ist gut. Auf 5:2 jetzt mal für Richard Schneeberger in diesem zweiten Satz. So. Da hat es jetzt noch eine Diskussion gegeben beim ersten Herren-Einzel. Ich glaube, es ist um die Decke gegangen. Wann der Punkt abgebrochen wird. Wenn du das vielleicht kurz erläutern könntest, da ist es gerade in einer Diskussion rumgegangen, wann der Punkt abgebrochen wird, wenn der Ball an die Decke kommt. Ja, das ist dann automatisch Fehler. Ja, ich glaube, es ist da auch noch ein bisschen Holzbalken da umgegangen. Normalerweise haben wir das immer geklärt, dass das sofort im Ballwechsel als Fehler, okay, als Fehler gilt. Ja, ist ja auch die einzige reine Badmintonhalle, wenn ich richtig informiert bin, in der zweiten Bundesliga. Ja, richtig. Ich glaube, der war in. Ja. Ja. 7:8. Da geht es nicht mehr ganz aus. 9:7 für Simon Hunsbichler. Wenn natürlich bei einer Neutralisation, was der Ritsch jetzt gerade war, wenn da natürlich nicht genügend Druck dahinter ist, dann gibt man den Gegner viel zu viele Chancen, daraus etwas zu machen. Und das darf natürlich nicht passieren. Da müsste man sich entweder für eine Cross-Neutralisation entscheiden oder für eine hohe. Ja, aber Longline halb hoch, das ist einfach. Das ist eine Auflage. 8:11, das erste. Longline halb hoch und natürlich genau. Nicht mit dem notwendigen Druck, muss ich jetzt auch noch dazu sagen. Wenn da dann genügend Qualität hinter dem Ball ist, dann kann man das auch natürlich so spielen. Kurz, schöner Drop von Simon. Ja. Der war dann natürlich sehr gut. 11:8. Wieder mit Gamepause. Ein bisschen nur zwei Satzmatches, die wir heute gesehen haben. Obwohl alles eigentlich wirklich sehr eng ist hier. Erik muss unbedingt meiner Meinung nach dem Richard sagen, ergreift die Initiative. Ja. Versuch nicht so viel mit dem Simon mitzuspielen. Ja. Lass nicht ihn das Spiel bestimmen, sondern versuch, dass du das Spiel bestimmst. Ja, aktuell ist es so, dass der Simon die absolute Kontrolle hat über die Ballwechsel. Und das gilt es jetzt in der zweiten, wie soll ich sagen, auch, genau. Wie drücke ich mich jetzt am besten aus? In der zweiten Hälfte des zweiten Satzes, genau. Das jetzt umzusetzen. Ich meine, Simon Hunsbichler hat natürlich auch kein Doppel gespielt. Ist vielleicht auch ein kleiner Vorteil, aber eigentlich sollte das jetzt nicht zu viel ausmachen. Nein. Was und die Kondition betrifft. Weil das Doppel, genau. Das war sehr schnell vorbei. Das stimmt. Was ich aber auf anders jeden Fall schon positiv erwähnen will beim Simon, dass mir
deine Aktivität im Hinterfeld sehr gefällt. Es ist sehr, sehr variabel. Ja, Richard Schneeberger hat jetzt aber ausgeglichen. Ja. Also gut rausgekommen aus dieser Pause. Schöne Länge. Ah, doch nicht. War ein bisschen. Das und der ist dann zu weit. Schneller, guter Beginn von Wilson Watanirappel. Gut gesehen von Richard. Gut gesehen. Und der Ausgleich. 15 beide. Soweit. So, ja, ist natürlich schwierig zu einem Beginn. Für Christian Hartner. Simon, nur mehr noch einen Punkt mit einem Punkt Vorsprung. Ausgleich. Und das muss der Ritchie jetzt auch erkennen, dass dem Simon auch ein Fehler passieren, die nicht provoziert sind. Da gilt es jetzt eben daran anzugreifen und zu sagen, ja, ich kann das noch schaffen. Und das muss auch der Coach sagen und das sehen und das erkennen und ihm auch weitergeben, falls der Spieler das nicht sieht. Guter Ballwechsel. Aber natürlich. Sehr, sehr, sehr schöne Abwehr vom Ritchie. Schade. Mit jedem Punkt, den er mehr dranbleibt, ist natürlich auch das Publikum da. Keine Frage. Und es ist nach wie vor ein sehr enger zweiter Satz in diesem dritten Herren-Einzel. 14 beide. 14 beide. Simon Hunsbüchler und Führungswechsel. Schöner Drop. Schöner, sehr schöner Drop von Simon. Ja. Hoher Treffpunkt. Er war zwar nicht allzu knapp, aber die Qualität hat auf jeden Fall gestimmt. Das war die zweite oder dritte Fehler in der Vorhandneutralisation. Ganz ruhig. Ja. Das ist gut. Und das ist? Ja. Und das ist jetzt 17, einmal eine +2-Führung. Zwei Punkte Polster, das ist schon einmal gut. Ja. Das hat es auch noch nicht gegeben, glaube ich, in diesem zweiten Satz hier. Spielfeld 1 befinden wir uns in der Elferpause. 11:4 für Wilson Watanirappel, der sehr gut reingestartet ist in dieses Einzel. Oh. Ja, und jetzt haben drei wir Punkte. Drei Punkte Vorsprung. 18:15. Und daraus kann er Motivation ziehen und das braucht der Ritchie jetzt, weil er sieht, er hat jetzt Confidence gesammelt und er findet immer mehr, immer Punkt für Punkt. Findet er mehr ins Match rein. Und er merkt auch natürlich, dass was geht hier. Ja, und das ist das, was ich angesprochen habe. Für ja, er weiß es selber, das ist diese Spielereien, nicht sauber spielen, sicher spielen und das runterspielen, den zweiten Satz und dann im Full-Fokus bleiben für den dritten Satz. Schöne Verteilung der Bälle. Das ist jetzt sehr schöner Ballwechsel. Super Abwehr.
Ja, das und war dann der Punkt. Das war sensationeller Punkt hier. Das war. Und eine viel bessere Lösung. Weil vorher war er in der gleichen Situation und wollte töten, hat aber zweimal ins Out geschlagen. Und jetzt ist er eher auf die sichere und kontrolliertere Variante gegangen, auf das Ablegen. Und das war exzellent ausgespielt. 19-16. +3. Der ist out. Ja, schade. Da hat er schon gehofft, glaube ich, dass der Ball davor im Out ist. 2 Punkte polstert dennoch, aber jetzt, jetzt gilt es, diesen beizubehalten und möglichst schnell den Satz zu beenden, weil umso näher der Simon kommt, desto mehr erhöht sich auch der mentale Druck für Ritchie. Und das war gut. Und da ist das 2017. 3 Satzbälle für Richard Schneeberger. Und jetzt Zeit lassen beim Service. Fokussieren. Ja, ich glaube, das macht er auch. Erstes Satzball verteidigt von Simon Hunsbichler. 2 weitere bleiben aber. Ja, Druck gemacht. Sehr gute Länge, sehr starker Netz hier. Oh, der war hoch. Oh mein Gott! Aber da ist er! Da sehr, ist der zweite sehr stark, Star. Sehr stark von 21. Richard Schneeberger. Wahnsinn! Sehr gute 18. Reaktionen. Und wir gehen in den dritten Satz. Und das sehr, Publikum, sehr toll. Das geht hier voll mit. Und wir zum ersten Mal an diesem Samstagnachmittag in einen dritten Satz. Zum ersten Mal in der neuen Saison, ja? Es tut mir kurz leid an die Zuschauer, beziehungsweise leid, ich muss mich entschuldigen. Normalerweise versuche ich meine Kommentare möglichst unparteiisch zu machen, aber auf jeden Fall. Ich glaube, du bist Mitglied vom ATC Graz. Da kann man sich auf jeden Fall verzeihen. Hin und wieder muss ich mich auch, und das war auch ein bisschen parteiisch. Ja. Da hat sich die Stimmung natürlich auch hochgespielt. Das hat man auch so richtig gemerkt. 21-18, der zweite Satz. Schauen wir ins erste Herren-Einzel. Christian Hartner mit 14-8 zurück. Und serviert. Gegen Wilson Watanirapu. Sehr schöner Punkt. So, und wir gehen in den dritten Satz. Wir gehen in den dritten Satz auf Feld 2. Ja, dritter Satz. Ist natürlich immer so eine eigene Geschichte. Da ist dann jeder Punkt wichtig. Ich wollte gerade erwähnen, es gilt jetzt einfach im dritten Satz über den Aufbau das Spiel über den Aufbau zu lösen. Nicht sofort den Punkt wollen, weil dann passiert es hin und wieder, dass Eigenfehler passieren, wie wir jetzt gerade gesehen haben. Und eher zu versuchen, den Gegner dazu zu bringen oder zu provozieren, Eigenfehler zu machen. Weil vor allem der zweite Satz war jetzt schon ein bisschen intensiver für beide Parteien. Auf jeden Fall. Und ich denke, es werden schon jetzt langsam im Laufe des dritten Satzes erste Ermüdungszeichen kommen. Ja, und dann kommen wir wieder dazu. Richard Schneeberger hat das Doppel gespielt, Simon Hunsbichler nicht. Ja. Aber jetzt haben wir gerade gesehen, bei diesem Ballwechsel, der exzellent vom Simon gespielt war. Durch die Beine gerettet, Christian Hartner. Und da macht er den Punkt. 11-14, schön. Nur noch 3 Punkte Rückstand.
3. Erster Punkt. Er ist auch angekommen im dritten Satz, Richard Schneeberger. Der Senat hat Zeit gebraucht, um reinzukommen. Jetzt ist er dran. Hat aber einen sehr starken Lauf, ich glaube von 8 Punkten. Auf jeden Fall. Ja, ich glaube, mit 11-4 ist es in die Pause gegangen. Also hat er schon ordentlich gepunktet jetzt. Simon hat bis jetzt fast... Simon exzellent aktuell in der Abwehr. Er, 6-2. Er hat fast jeden Smash. Richard kommt nicht ganz durch aktuell mit seinen Smashes. Da muss er ein bisschen schauen, dass er vielleicht ein bisschen mehr mit der Variabilität spielt und nicht immer nur den härtesten Schlag versucht auszuspielen. Das ist jetzt eine ganz entscheidende Phase hier. Ich glaube, da muss er jetzt durch. Und versuchen dran zu bleiben. Richie muss jetzt versuchen, sich wieder zu fokussieren. So, die Punkteserie von Christian Hartner ist auch mal gebrochen. 15-13. Wow. 9-2 für Simon Hunsbichler. Simon ist aktuell der Bestimmende, der Ballwechsler muss. Richie muss sich jetzt wieder fokussieren und schauen, dass er wieder die Ballwechsel zum Kontrollieren anfängt. So, das ist jetzt schon einmal wichtig, dass jetzt einmal die Punkteserie vorbei ist für den Richard. Für Simon Hunsbichler natürlich die Punkteserie. Ja, und wichtig für den Richie als im Punkt Mentalität. Genau, guter, und da kommen die Smash. Punkte jetzt wieder. Ja. Das Publikum ist auf jeden Fall voll da. Sehr, sehr, sehr starke Leistung von Christian. Wir konzentrieren uns aktuell nur auf das Spiel vom Richie. Ziemlich auf Richard Schneeberger. Aber Christian Hartner ist auch dran. 16-14. Und das haben wir angesprochen. Nach einem relativ klaren Rückstand früh in der Partie. Und jetzt heißt es immer, ich sage gern zu meinen Spielerinnen und Spielern, Ball für Ball, Punkt für Punkt und nicht so viel über das Ergebnis nachdenken, sondern einfach, wenn der nächste Punkt geht, Punkt für Punkt denken, weil dann kann man es schaffen, sich viel mehr auf den Ballwechsel zu konzentrieren. Also 15-17 auf Court 1. Christian und Richard Schneeberger mit 5 Punkten im Rückstand. Aber das ist ein sehr schöner Punkt. Also da gibt es auch bald Seitenwechsel. Zweiten Feld, aber noch nicht, denn Richard Schneeberger holt Punkt für Punkt auf. 10-7. Sehr, sehr stark vom Christian. Ja, da war schöner Ballwechsel und das war der Ausgleich. Da war er zweimal in sehr, sehr starker Bedrängnis. 17 beide. Und dass er sich da noch rausholen konnte, sehr beeindruckend, weil das war eine sehr, sehr schwierige Situation. Also. Und beim Richie 11-7. 11-7, Seitenwechsel. Erik muss jetzt mental coachen. Im dritten Satz. Nicht mehr zu viel Taktik. Oh.
18-17. Schöner Punkt von Wilson Wattenrappel. Aber wer hätte gedacht, dass dieser Satz noch so knapp wird hier? Nach dem Start rein, der doch ziemlich klar war. Der ist kurz vom Christian. Boah. Ja. Wenn ich das richtig gesehen habe, war der relativ weit im Out. Der war draußen, ja. Natürlich. Was passiert erst seitdem, dass ihm der Wilson gut ins Out haut? Weiter geht's. Auch im dritten Satz bei Richard Schneeberger gegen Simon Hunsbichler. Sehr, sehr harter, sehr, sehr harter erster Satz auf Feld 1. Ja. 18-18. War es ähnlich wie im Doppel, wo auch die beiden gespielt haben? Ja. Wo der erste Satz mit 26 zu 24 an Bad Zimmerling gegangen ist. Ritchie 9 zu 12. Der will nicht drüber. Der will leider nicht drüber. 13 zu 9. Aber das sind eben riskantere Bälle in der Situation, dass die gilt zu vermeiden. Weil es ist eben schwierig, um das den Zuschauern auch ein bisschen zu erläutern. Bälle, die am Netz von einem sehr, sehr tiefen Treffpunkt gespielt werden, sind sehr, sehr schwierig, dann noch mit einer sehr guten Qualität über das Netz kurz zu spielen. Ja, der Ritchie ist auf den kurzen gegangen und das ist ein sehr, sehr schwieriger Ball. 15 zu 9 für Simon Hunsbichler. Und auch hier gibt es schon den ersten Satzball. Für Christian Hartner. Für Christian Hartner, so ist es. Dass sich da jetzt wirklich reingekämpft hat. Ja. Und der ist im Out. Ja. Das ist. Da ist er. Nur noch da gestanden und hat zugeschaut, wie er den Satz hier gewinnt. 21 zu 19. Ja. Aufholjagd. Würde ich sagen. Und die braucht jetzt auch Richard Schneeberger. Kurz. Muss ausnutzen. Ja. 11 zu 17. Ich hoffe persönlich, dass der Richard es schafft, den allgemeinen Punktestand auszublenden und sich vollkommen auf jeden einzelnen Ballwechsel zu konzentrieren. Weil dann sehe ich da sehr, sehr starker Return vom Simon. Aber der war, eben auch so gut, weil das Service vom Ritchie leider etwas kurz ausgefallen ist. Und wenn das im Herren-Einzel passiert, dann bietest du dem Gegner die Möglichkeit, einen sehr kurzen Ball zurückzuspielen. Hingegen, wenn du weiter reinspielst, ist es für den Gegner schwieriger, da einen sehr kurzen Return zurückzuspielen. 19-11. Es sind nur noch zwei Punkte. Die Simon Hunsbichler braucht. Das und den ersten holt er sich am Netz. Das ist riskant. 19-20. Ja. Matchbälle. Der ist es noch nicht. Gesundheit. Okay. Oh. So. Das ist kurz. Oh. Ja. Und der ist es noch nicht. 13-20. Und somit sitzt du mir noch 6 Punkte. Ja, 7 Matchbälle noch. Oh, 7 tatsächlich. Da habe ich mich verschaut. Ja. Aber der nächste Punkt von Richard Schneeberger.
draußen. 15-20. Und jetzt kommen wir in eine Phase, wo ich das gerade vorher angesprochen habe, wo es natürlich im ersten Auftakt in der Bundesliga-Saison sehr, sehr schwierig ist. Weil das sind mentale, wie soll ich sagen? Komponenten. Komponenten, die eben, die man so im Training nicht hat. Natürlich. Wenn ein Gegner in eine Punkteserie kommt, ja, und der kommt immer näher in das ist wieder kurz. Und dann nutzt er aber die Möglichkeit. So, und das ist aber... Sehr, sehr schöner Smash vom Simon. 21-16. Richard Schneeberger hat sich noch gewehrt. Aber es hat halt nicht gereicht heute. Im Einzel 2-3 der Spielstand. Drei über den sind ausständig. Christian Hartner mit dem ersten Satz siegreich gegen Wilson Watanirapel. Und auf dem zweiten Feld geht es jetzt weiter mit dem Dameneinzel an. Und das ist eine sehr interessante Begegnung. Das ist in die Neuauflage der ASKÖ-Bundesmeisterschaften von vor einem Monat. Also, das Dameneinzel Nina Alma gegen Iveta Galova. Drei beide. Ja, jetzt mittlerweile schon 4-3. Also der Start, der ist einmal deutlich ausgeglichener als im ersten Satz. Um noch einmal ein bisschen an die Zuschauer zu appellieren, ihr seid natürlich herzlich eingeladen, an dem Chat teilzunehmen. Falls es irgendwelche Fragen gibt oder Wünsche oder Verbesserungsvorschläge, würden der Stefan und ich uns wünschen, wenn ihr das natürlich gerne in den Chat oder in die... Die Saison ist noch lang und wir versuchen uns natürlich stetig zu verbessern. Also falls ihr da Vorschläge habt, seid ihr herzlich eingeladen, das in die Kommentare oder in den Chat zu schreiben. Auf jeden Fall. Nina Almer gegen Iveta Galova, du hast es gerade ausgerufen. Ich habe es, glaube ich, schon mal angesprochen. Auf jeden Fall hat es das Duell erst vor einem Monat gegeben im Finale der ASKÖ-Bundesmeisterschaften. Und da hat Nina Alma eben gewonnen. Mit 21-17 und 21-12. Ich kann mich an die Partie sehr gut erinnern, weil ich habe, wie ich vorhin schon erwähnt habe, die Nina ein bisschen begleitet während der ASKÖ-Bundesmeisterschaften als Coach. Und ich glaube, damals war die Wetter ein bisschen müde oder leicht angeschlagen, was jetzt, weil sie wahrscheinlich anstrengende Spiele hinter sich gehabt hat, was heute aber nicht der Fall ist. Und deswegen bin ich gespannt, was wir heute von ihr sehen werden. Ich habe leider noch nicht die Ehre gehabt, sie allzu oft zu sehen, bis auf jetzt zwei Begegnungen. Und deswegen bin ich jetzt äußerst gespannt, was wir heute von ihr sehen werden. Ja. Bei der Nina machen wir da keine Sorgen. Ich habe sie gerade vorher im Damen-Doppel gecoacht und sie wirkt heute äußerst fokussiert, äußerst motiviert. Die hat sich da jetzt auch in einen Rausch reingespielt, wie das ausgesehen hat vorhin.
Ja. Also das war wirklich eine richtig gute Partie von Nina Alma, natürlich auch von Irene Hohl. Ja, sie ist gerade auf so einem hohen Level, die Nina, und ich habe das schon persönlich auch gesagt, sie ist so hart am Trainieren in den letzten Monaten und man sieht einfach, wie das einfach wirkt und wie gut sie sich aktuell am Feld bewegt und die Schlagqualität, das ist zurzeit einfach sehr, sehr gut, wie man eben auch an den Einzelergebnissen sowohl bei Elite-Turnieren als auch jetzt vor kurzem bei den ASQ-Bundesmeisterschaften sieht. So ist es. Und Nina Alma hat letzte Saison noch nur ein Einzel gespielt. Ja. Du erinnerst dich, das war nur der Auftakt. Ja. In Eckenberg gegen Smash. Ja. Dann hat es da auch gesundheitliche Probleme gegeben. Ja. Dass sie eben dann eher ins Mixed und Doppel gegangen ist. Eveta Galo war letztes Jahr auch schon gespielt, hier in Graz. Ja. Gegen Karin Seebacher in 3 Sätzen verloren. Okay. Und der allerdings letzte ist zu 14. Genau, der letzte 14. zu 14. Okay. Allerdings der zweite ein sehr knapper Satz. Mit 21 zu 23 aus Sicht von Galova. Wissen ist jetzt ein bisschen besser ins Match gekommen. Ja, aber wenn wir uns das mit dem ersten Satz vergleichen, natürlich. Dann ist es ein relativ ausgeglichener Beginn. Also los mit dem Dameneinzel. Nina hatte jetzt auch ein bisschen Pause. Ich denke, sie muss jetzt wieder, wir müssen jetzt mal die ersten 5-6 Ballwechsel abwarten. Mhm. Und dann können wir uns erst ein gutes Bild machen darüber, was wir heute zu sehen bekommen. 7-9. Christian weiß es selber, der war vom Winkel her nicht optimal. Ich glaube, wenn den Wilson nicht berührt hätte, dann wäre er ins Out gegangen. Aber glücklich natürlich für den ATC Graz, dass der Wilson den angenommen hat. 7-9, der 2-Punkte-Vorsprung bleibt aufrecht. Out leider. Ja, der ist dann knapp draußen. Sehr knapp. Aber Christian hat noch. Aber Christian ist gut im Spiel. Wieder auf gutem Niveau eigentlich. Ja. Hat man auch schon im Doppel gesehen. Das war ja sicherlich auch nicht die angenehmste Begegnung jetzt. Schade. Nicht so 7-11. Minus 4. Aussicht von Christian Hartner in der Pause. Und dann schauen wir mal rein beim Dameneinzel. Iveta Galova führt da mit 5-2 gegen Nina Alma. Der war dann sehr schön, der Dropper von Nina Alma, 4-6. Galova ist etwas besser reingekommen, aber ich glaube, beide Spielerinnen jetzt noch, ja, noch ein bisschen fehleranfällig. Ich denke, das liegt einfach daran, dass sie noch nicht so richtig ins Match eingefunden haben. Das dauert dann gut, aber doch einfach ein paar Punkte liegt
durchaus auch in der Halle natürlich hier spezielle Bedingungen. Ich glaube, wir haben es letztes Jahr oft genug thematisiert. Gute Abwehr von Christian, leider im Out. Der Lauf gerade nicht so viel zusammen. Ich muss jetzt ehrlich gestehen, ich schaue gerade aktuell ein bisschen mehr auf das Damen-Einzel. Okay. Für Christian Hartmann natürlich. Was sind deine Eindrücke jetzt vom Damen-Einzel? Noch in der Findungsphase. Ja, ich finde auch. Und die Nina sollte jetzt versuchen, nicht zu viel zu wollen, gleich am Anfang, nicht zu sehr den Punkt in den ersten drei Ballkontakten zu machen, sondern zu versuchen, das Spiel aufzubauen. Sie kann. Boah. Wahnsinn. Da muss er lang kämpfen für den Punkt, wir sind warte nicht ab. Sie kann das Spiel sehr, sehr gut aufbauen, wie man es jetzt gerade sieht. Und versuchen, die Iveta zu bewegen, weil dann kann sie die Fehler provozieren. Und ich glaube, dass das einer der Punkte sein sollte, wie man in das Match gegen die Iveta reinkommen sollte. Auf jeden Fall. Aber sie ist natürlich die Favoritin. Das weiß sie auch. Sehr, sehr gut vom Christian. Sehr, sehr gut vom Christian. Christian Hartmann. 8-14. Guter Change of Pace. Das war sehr, sehr schön gespielt. So, Ausgleich im Damen-Einzel. Sehr, sehr gut. Ja. Kurz vor der Elferpause bei den Damen. Der ist kurz. Und genau. Ausgenutzt von der Nina. Für Nina sehr, sehr gut. Hat jetzt hier kurz vor der Pause nochmal. Und ich sehe es jetzt auch in den Augen von der Nina. Sie ist jetzt im Match drinnen. Ja. Hat ein bisschen gebraucht. Aber das ist auch durchaus normal am Anfang der Saison. Im Herren-Einzel, da gibt es wieder was zum Aufholen für fünf Christian Punkte, Hartner. Aber Fünf Punkte. Die sind möglich, was wir im ersten Satz. Genau, im ersten Satz haben wir genau das schon gesehen. Da waren es zwischenzeitlich sogar 7 Punkte. Ja, und der ist glaube ich im Out. Nicht. Nimmt er wieder. Ich weiß es nicht ganz genau, wie ich diesen Ballwechsel gerade im Herren-Einzel interpretieren soll. Mhm. Denn es wurden sehr viele Push-Clears gespielt, obwohl die Balllänge von Christian nicht optimal war. Die war teilweise sogar vor der Doppelaufschlaglinie. Und im ersten Moment würde ich das entweder interpretieren vielleicht als taktisch, ja, als Variabilität oder er will defensiver vom Spielstil spielen. Oder es sind erste Ermüdigkeitsanzeichen. Mhm. Also Bei Wilson. Wäre vielleicht jetzt interessant, den nächsten Ballwechsel zu beobachten, wie er das genau spielt oder ob wir sogar die ersten Ermüdigkeitsanzeichen auch in anderer Art und Weise sehen. Ja. Also einen Vorteil hat jetzt keiner von den beiden, weil die haben das doppelt gegeneinander gespielt sogar. Ja. Sehr, sehr gut von Christian. Aber jetzt sehr, hat er ihn schon ausgespielt. Das war gut. Gut bewegt von Christian. Auch Nina Almer jetzt 3 Punkte vorne.
in ihrem Einzel. Für Nina Alma. Sehr, sehr gut vom Christian. Der passt genau rein. Und somit Punktevorsprung schon verkleinert. Es sind nur noch 3 Punkte, so ist es. Oh, der ist kurz von der Yvette, der Service. Ja. Das Service, Entschuldigung. Aber den kann sie nicht nutzen. Draußen. 13-15. Beide Spieler versuchen gerade den Gegenüber sehr stark zu bewegen. Sehr ähnlicher Spielstil. Jetzt kommt es halt darauf an, dass der Christian, er hat es gerade, glaube ich, selber bemerkt, der hat nicht gepasst von der Länge her. Ja, und da, wenn er versucht, so zu spielen, dann müssen die Bälle eine gute Länge haben, weil sonst wird aus dem Spiel sehr schnell sehr schnell ein Fehler. Boah. Und er kommt nicht drüber. 14-15, er ist bis auf einen Punkt rangekommen. Ja, wieder eine sehr starke Aufholjagd von Christian. Sehr stark. So ist es. Im Gegensatz bei den Mädels. 15-17, auch da ist es noch spannend, dieser zweite Satz. Der erste Satz dort erst. Der ist gut. Oh. Hast du das gesehen, was ich gemeint habe? Und tatsächlich aus, gell? Ja. Ja. Der Ball war nicht sehr weit, ja. Aber es wurde dann in Kiel versucht zu spielen. Und meiner Meinung nach sind das ein bisschen Anzeichen von Ermüdung. Und ich bin gespannt, ob das den Christian auffällt, beziehungsweise den Coach in Jürgen. Mhm. Nina muss jetzt aufpassen. 18-16. 2 Punkte Vorsprung noch. Die Punkteserie von Christian Hartmann ist mal gerissen. 16-15 für Wilson Watten die Rampel. Okay. Sehr, sehr gut aufgepasst von der Nina. 4 Satzbälle für Nina Alma. Heute ein bisschen zu viel, glaube ich. Drei weitere Chancen. Boah. So, Ausgleich. Wieder am ersten Court. Sehr schöner Schlag. Ja, und sehr der ist in und das Nina ist 21-18. Also. Sehr gute Präzision, richtiger Schlag in dieser Situation. Sie hat genau gegen die Deckung gespielt von der Yvette. Und das war sehr, sehr gut. Deswegen war das auch so schwer für die Yvette zu verteidigen. 21-18 im ersten Satz bei den Mädels. Das ist sehr, sehr gut. So kann man schon einmal mit einer guten Ausgangslage in den zweiten Satz reingehen. Auf jeden Fall. So. Entscheidung im zweiten Satz im Herrn Einzel. Jetzt wieder +2 für Christian müsste versuchen, jetzt ruhig zu bleiben.
für den Spieler von Barcelona. 18-16, ja. Sehr, sehr gut aufgepasst vom Christian. 17-18. Ja, und es ist nicht abzusehen, wer hat diesen zweiten Satz gewinnt. Nein, es ist sehr offen. Sehr, sehr offen. Wir haben persönlich habe ich das Gefühl, dass beim Wilson aktuell ein bisschen mehr Momentum ist. Ja. Aber das kann 19-17, sich, aber das kann sich sehr schnell ändern. Ja, das haben wir auch im ersten Satz gesehen. Genau. Sehr gut ab. Gut von Christian. Ja. Oh, da hat er keine Chance mehr. 20-17, drei Satzbälle für Wilson Vatanirapel. Sehr, sehr gut von Christian, aber noch besser von Wilson, dass er genau nach diesem Schlag nachgeht und somit zum Töten kommt. Exzellent gespielt. Da hat er sich den Punkt nochmal aufbauen müssen, aber das hat er dann sehr gut gemacht. Nina Alma, sehr schneller, guter Start. In den zweiten Satz, 3-0. So. Für sie. Erster Satzball für Wilson. Ja. Und er nutzt und da ist es, 21-17. Es geht in einen dritten Entscheidungssatz. Im ersten Herreneinzel. Und jetzt geht es natürlich auch darum, wer ist noch fitter? Wer ist auch im Kopf noch fitter natürlich? Sehr, sehr spannend gespielt. Der spielt schon im Damen-Einzel Nina Alma gegen Iveta Galova. Mittlerweile schon 6-1. Also sie kommt da sehr gut rein in diesen zweiten Satz. Nina macht mir aktuell einen sehr, sehr fokussierten Eindruck. Das ist sehr toll. Ja, ich das denke, haben wir eigentlich den ganzen Tag schon gesehen heute. Ja. Ja, ja. 8-2. Da spielt sie aktuell sehr gut runter. Da spielt sie gut runter. Ich werde jetzt ein bisschen auf die Iveta schauen, weil normalerweise bin ich gewohnt als Trainer, dass ich nur meine Spielerinnen und Spieler anschaue und beobachte. Relativ wenig eher die Gegner. Ja. Also ich würde so sagen 80-20, 70-30. Und vielleicht kann ich dann ein bisschen was zu ihrem Spiel sagen. Währenddessen beginnt jetzt auch der dritte Satz hier. Am ersten Court Christian Hartner gegen Wilson Vatanirapel. Ja.
sehr, sehr stark. Sehr, sehr stark von den Wiener. 10-4. Ich werde dann müsste halt versuchen, was ich jetzt in den letzten Punkten gesehen habe. Es, wie ich heute schon so oft gesagt habe, aber es ist einfach sehr, sehr essentiell, dass die Spielerinnen und Spieler die Länge zusammenbekommen. Vor allem im Dameneinzel, ja, wo, sag ich mal, vermehrt ein Clear gespielt wird, ja, da muss man einfach Fokus darauf legen, dass genügend Länge entsteht. Weil sonst bietet man einfach der Gegnerin viel zu viele Möglichkeiten, eine Antwort darauf zu liefern, wenn der zu kurz kommt. Vor allem, wenn dann eine Gegnerin gegenübersteht, die einen verhältnismäßig guten Angriff hat, sogar einen sehr guten Angriff aktuell und vor allem Variablen, dann wird das einen sehr schnell zu Verhängnis. Und da muss man halt schauen, dass man da in der Richtung versucht, richtig gut zu arbeiten und schauen, dass wirklich 90-95% der Bälle eine sehr, sehr gute Länge haben. Hm. 3-2 für Wilson Wattenrappel. Und 11-4 bei den Damen. Und bei den Damen geht es weiter, genauso ist es. Ja, aber das wirkt jetzt einfach auch sehr sicher, was Nina Almer macht. Ja. Das war jetzt ein guter Push hier von Mayweather, muss ich sagen. Oh, sehr schade. Aber gut aufgebaut von ihr. Für Nina Almer. Das ist schon ein sehr, sehr starker Bolster, was sie Nina gerade da vorlegt. Und wir sehen dann als letztes Spiel noch das Mixed. Das Mixed, im Übrigen richtig. Jürgen Macher, Karin Seebacher gegen Andreas Schneider, Katharina Hochmeier. Ja, da wird dann der Fokus drauf sein. Ja, sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut von Christian. Wieder richtiger. Wir beide. Wieder richtige Platzierung. Es ist einfach, ich habe es heute schon oft gesagt, es ist einfach sehr schwer für Rechtshänder, wenn der Ball auf die rechte Hüfte gesmashed wird. Das ist einfach eine sehr, sehr ungute Position. Das sind natürlich geschenkte Punkte von Christian. Ja. Das war ein Ball, der ist eigentlich nicht schwer zu spielen und das war jetzt kein druckvoller Ball. Also, guter Netzaustausch. Kurz. Ja, und das Smash. Sehr, sehr gut. Body Smash. Der war natürlich sehr schön an den Körper. Body Smash. Und dann gibt's hier wieder neue Bälle. So Shot. Schwer für den Wiener zum Verteidigen. So, Nina Almer 16-6, 10 Punkte Vorsprung. Da kann eigentlich nichts mehr passieren. 10 Punkte Vorsprung, da müsste schon jetzt was gewaltig schief gehen. Dass der zweite Satz nicht an die Grazer geht. Kurz. Und das wurde bestraft. Ja. Kurz. Abgewehrt. Boah, gute Abwehr von Christian. Ja. 6-5. Und wir gehen ab mal. Es ist nicht sehr knapp. Damen Einzel geht schnell, da müssen wir jetzt aufpassen, dass wir da nicht die Entscheidung verpassen. Nö. Okay. Da darfst du wiederholen. Service an der Decke. Von Iveta Galova.
Gute Länge von Christian. Gute Platzierung. Sehr, sehr schön gespielt. Sehr, sehr kontrolliert. Wow, kurzer Netzaustausch. Netzaustausch geht an die Nina. 19-8. Zwei Punkte. Herrn Einzel. 7-5. Plus 3 jetzt. Gut gesehen von Christian Hartner. Jetzt geht es natürlich daran, jetzt sollte er versuchen, diesen Punktevorsprung aufzubauen, damit er richtig mit guter Motivation in die Elferpause gehen kann. Achtung, Matchbälle. Da müssen wir, glaube ich, kurz mal auf jeden Fall aufs Damen-Einzel schauen. 12 Matchbälle für Nina Alma. Erster Matchball, richtig? 20-8, genau. Der erste. Oh, und? Und ja, der war in. Der ist drinnen. Ein Nina Ass. Alma gewinnt mit 21-18 und 21-8 gegen Iveta Galova. Das 4-2. Für 4-2 den ATC Graz. Für die Grazer. Das Unentschieden ist schon mal sicher. Nina Alma holt den vierten Punkt. Und sie, genauso wie Erik Seiwald heute, mit 2 Siegen aus 2 Spielen. Ganz eng ist das erste Herren-Eins. Erster Satz knapp an Christian Hartner, zweiter Satz knapp an Wilson Watanirapel, dritter Satz 8-7 für den Grazer. 9-7. So, das Mixed wird jetzt also nun in Kürze starten. Kann er nicht verteidigen mehr. Der Ausgleich, 9 beide. So, inzwischen sind wir dann in die Elferpause gegangen. 11-9 führt Christian Hartner. Ja. Im dritten Satz, Seitenwechsel. 11-9. Und die zwei Punkte, die können schon mal wichtig sein. Währenddessen beginnen sich schon die Mitspieler. Genau, du hast es gerade ausgerufen. Sich einzuspielen. Katharina Hochmeier und Andreas Schneider.
Weiter geht's. Im ersten Herren-Einzel, das ihm nach wie vor läuft. Zwölf zu neun für Christian Adner. Oh, kurz. Ja. Leider nicht getroffen. Ist jetzt was passiert bei Wissenwerten Nirappel? Oh, das schaut mir nach einem Krampf aus. Ich habe jetzt gerade nicht gesehen, ob da irgendein falscher Schritt oder was dabei war. Ich habe es leider auch nicht gesehen, aber ja. Für mich schaut es aktuell sehr nach Krampf aus. Ja. Das wäre natürlich bitter, wenn ein Spiel hier so endet. Das will keiner her. Das will wirklich keiner. Inzwischen hat das Mixed begonnen. 1:1. Also schauen wir mal, ob es da noch weitergehen kann. Er versucht es nochmal. 10 zu 12. Ich hoffe, er weiß ganz genau, was er da tut, weil ich bin da als Trainer immer ein bisschen sensibel, wenn ich sowas sehe bei Spieler und Spielerinnen, dass da nichts Gröberes passiert. Aber ich denke, er ist so erfahren und so reflektiert, dass er ganz genau seinen Körper kennt und er weiß, was er zu tun hat. Deswegen mache ich mir da wiederum eher wenig Sorgen. Schöner Drop vom Christian. Aber sehr, sehr schöner Drop. Natürlich hat er auch eingeschränkt jetzt in seinem Spiel. Ja, vor allem, ich denke, wie gesagt, dass sehr große Ausfallschritte sehr, 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 sehr schwierig sein werden. Sind, genau. Das Mixed hat begonnen. Rund läuft er nicht. So, aktuell das Mix schlägt sich auch gut. Genau. 5-4 für den ATC, glaube ich, aktuell. Ja, für Simmering, aber alles ist gut. ATC 5-4. Also, ja, tatsächlich. Tatsächlich. Und Ausgleich. 15-11 für Christian Hartner. Der das natürlich auch mitbekommt, dass der Gegner nicht mehr ganz fit ist. Das sendet natürlich auch Signale. Ja. Und ich denke, der Christian weiß spätestens jetzt, welche Bälle er. Genau. Welche er spielen muss, um den Gegner weh zu tun. Ja, jetzt. Also, natürlich nicht im Sinne des Wortes. Um Fehler zu provozieren, genau. Sagen wir es. So sagen wir es besser. Der ist draußen, 16-12. Oh. Und die Anfeuerung kommt natürlich.
schöner Punkt jetzt von Daniel Siebacher-Jürgenmacher. Sehr, sehr stark von Christian Hartner. Christian hat aktuell komplett die Initiative übernommen. Und es war natürlich auch schon ein langer Tag für die beiden. Also ja. Wir haben es schon angesprochen. Ich weiß auch gar nicht, wie spät es ist. Aber wir haben das erste Doppel gehabt. Also 17.40 Uhr. Okay. Und die haben den Tag um 15 Uhr begonnen. Und da schon mal einen sehr intensiven ersten Satz gespielt. Jetzt steht es 18-12. Hat er 6 Punkte Vorsprung. 6 Punkte Polster. Und braucht nur noch 3. Mixed ist auch ein Punkt vorne aktuell. Ja. Aber starker Smash von Andreas Schneider. Sehr, sehr stark gespielt von Christian. 12. Unglaubliche Verteidigung. Das war sehr, sehr schön gespielt. Ja. Sehr, sehr toll. Im Mixed steht es 10-10. Der quält sich dadurch, hat man das Gefühl. Wissen wir dann die Rappel. Das macht dann natürlich auch keinen Spaß mehr irgendwann. 2 Punkte noch für Christian Hartner zum Sieg. So ist es. Und nicht nur zu seinem Sieg, sondern zum Sieg für den ATC Graz hier in diesem Auftrag. Ja, das ist richtig. 4-2 steht es aktuell. Oh, so. Bedrängnis-Situation. Und sehr jetzt, gut ist es nur ein Punkt. Wow. Jetzt ist wow. es nur ein Punkt. An die Linie, sehr, sehr, sehr starke Platzierung. 8 Matchbälle für Christian Hartner und dann könnten wir hier den Sieg sehen. So, Katharina Hochmeier, Andreas Schneider mit 11-10 vorne. Erste Satzpause, schöner Punkt von Karin Seebacher. Jetzt schauen wir aber hier auf den ersten Matchball. Und der ist es. Der erste Matchball ist es. Christian Hartner schlägt Wilson Watanirapu in einem umkämpften Spiel in 3 Sätzen. 21-19, 17-21 und 21-12. Und die sind beide richtig fertig. 5-2 aktuell, genau. Für den ATC Graz. Und damit der Sieg zum Saisonauftakt. Der ist sicher, also wahnsinnig umkämpftes Match hier. Jetzt liegen sie beide da. Das ist wirklich verrückt gewesen, diese Intensität. Unglaublich, wie ich schon am Anfang, wie wir begonnen haben mit den Matches gesagt habe, wir sind ja als Underdog in diese Begegnung gegangen und dass dann ein Sieg jetzt rauskommt. Dass wir jetzt 6-4 stehen, ist unglaublich. Das ist. Also 5-2 für den ATC Graz. Ja. Und das Mixed, das läuft noch. Aber es wird und nichts mehr wir ändern. Am Punktestand für die Tabelle 15-13 für 15-14 jetzt für Simmering. Für Andreas Schneider und Katharina Hochmeier. Ja. Für Karin Seebacher der Auftakt in die Saison. Zwei Punkte Rückstand.
Fehler passieren natürlich. Alle sind aufgeregt wir hier. Wir sind bei dieser Überraschung. Das Mix-Doppel. Oh, ist mir das und nochmal der Spielstand. 5:2, also. Boah, Entschuldigung an alle Zuschauer. Ich habe mich leider schon wieder zum zweiten Mal verplappert. Sowohl in der Anmoderation als auch jetzt bei dem Punkt. Aber ich denke mal, das kann man mir. Aber es wäre das erste Bundesligaspiel, das 6:4 ausgeht. Das wäre überragend. Weil. Ist das Apache? Okay. Also, das Mixed, der erste Satz ist vorbei. Und er geht an Wat Simmering. Für den Spielstand. Mit 21:15. 6:4, glaube ich, oder? Ich glaube auch. Versuchen wir einfach diese peinliche Situation in einen Witz umzuwandeln. Ihr könnt gerne auch Memes erstellen. Wir stellen sie gerne auf unsere Instagram-Seite. Apropos Instagram-Seite für die Zuschauer. Wir haben auch eine Instagram-Seite, ats.e-graz-badminton. Oh, Entschuldigung. Verbesserung. Schon wieder ein Fehler. atse.graz.badminton. Ihr könnt uns gerne da auf der Seite folgen. Es wird nicht nur Bundesliga-Content ausgestrahlt, sondern auch jeglicher Content in unserem Verein. Das heißt, Kinder-Jugend-Arbeit und Landesliga werden wir auch hier posten. Ja, also lasst gerne ein Follow da. So, der zweite Satz hat begonnen im Mixed. Boah, wow, das ist unangenehm. Wow, ich werde ich werde kurz einmal angemahnt von Wat Simmering für meinen zweiten Fehler. Aber ich hoffe, entschuldige noch einmal persönlich an Wat Simmering für meine zwei Fehler. Ich hoffe, ihr nehmt das mir nicht zu streng. Ich bin nur gerade sehr stark in Euphorie, denn wir hätten wirklich nicht damit gerechnet, dass wir heute so nach Hause gehen. Nach Hause gehen. Oder in die Kabinen. In die Kabinen, würde ich ja sagen. Noch sind wir nicht fertig hier, denn das Mix, das läuft noch. Marco. Das läuft noch. Entschuldigung an unseren Techniker, wie der aktuelle Punktestand. Ja, genau. Könnten wir den kurz erfahren? Da müssen wir mal ins Mix schauen. 5:1 führen Katharina Hochmeier und Andreas Schneider. Ballwechsel wird gerade. Der Ball wird gerade gefragt von genau. Andreas Schneider. Neue Bälle. Also, Karin Seebacher und Jürgen Macher, die sieht man jetzt auch nicht so oft im Mix. Nein. Eine relativ neue Paarung. Da werden wir natürlich sehen, wie sich da die Aufstellung im Laufe der Saison noch verändert. Für den ATC Graz gibt es dann eine Doppelrunde am 19. und am 20. November auswärts bei Ohlsdorf und bei VRC. Die nächsten Begegnungen sind? Also Ohlsdorf und VRC auswärts. Eine Doppelrunde, richtig. Für den ATSE. Wat Simmering spielt schon am 5. November daheim gegen Ohlsdorf. Nächstes Duell. Und das nächste Heimspiel hier ist dann schon das Grazer Derby. Übrigens, bei der Begegnung gegen Ohlsdorf könnt ihr euch freuen, denn dort werde ich auch mitgehen und wir wissen zwar noch nicht genau, wie wir die Aufstellungen machen, aber ich habe ein Versprechen gemacht mit den Spielern von Ohlsdorf, dass ich auch kommentieren werde mit dem lieben Stefan, liebe Grüße, dass wir das zusammen kommentieren und darauf freue ich mich natürlich sehr, weil ich mich auch sehr gut mit der ganzen Mannschaft von Ohlsdorf verstehe und freue mich auch, dass ich einmal auswärts auch das Privileg habe zu kommentieren. Und deswegen könnt ihr da auch gern auf der Badminton-Seite oder auf Instagram gerne das Ganze verfolgen. Ohlsdorf hat auch einen Instagram-Account. Da könnt ihr gerne auch einmal vorbeischauen. So, 7:4, der Spielstand für
8:4 jetzt für Katharina Hochmeier und Andreas Schneider, die auch den ersten Satz eben gewonnen haben. Schauen wir nochmal. Oh. Ich muss jetzt ehrlich gestehen, hast du schon ein bisschen verfolgt, was aktuell im Mix passieren? Eigenfehler wird unser Mix gerade ein bisschen sehr starker Return vom Jürgen. Auf jeden Fall keine schlechte Leistung der Grazer in diesem Mix bisher. Aber Ohlsdorf natürlich mit der WM-Teilnehmerin, Ohlsdorf sag ich schon, weil du gerade drüber geredet hast. Ja. Also war Zimmerin mit der WM-Spielerin Katharina Hochmeier, aber sie hat ja auch mal bei Ohlsdorf gespielt. Also ja. So ja, falsch war es gar nicht. Halb. Auf jeden Fall mit der WM-Teilnehmerin Katharina Hochmeier, das ist dann natürlich schon eine sehr schwierige Aufgabe für den ATC Graz. Ja, und vor allem mit Andrea Schneider, ein exzellenter Mixspieler, wie ich es gerade vorhin doppelt erwähnt habe. Meiner Meinung nach ist er so mental stark, so variabel, was das angeht, taktisch gut. Und das ist natürlich exzellent, was er in den Mixbewerben zeigt. Also ich bin ein sehr großer Fan von ihm. 11:7, es geht in die Midgame-Pause. Schauen wir mal. Marco, euer Headcoach sitzt auch da hinten, der hat anscheinend Glück gebracht heute. Headcoach hat seine Aufgabe gut bewältigt, hat unseren Spielern und Spielerinnen anscheinend genügend Input geben können, um die Matches zu gewinnen. Ich würde noch ganz kurz die Elferpause ausnutzen. Bitte nach dem Mix nicht gleich abschalten. Wir werden wieder wie letztes Jahr, wie in der letzten Saison, werden wir wieder einzelne Interviews halten. Und es wäre mir natürlich, den Stefan und mir, eine sehr große Freude, wenn ihr da noch dranbleiben könnt. Und wer dazu beitragen will, kann auch gerne jetzt eine Frage in die Kommentare schreiben, die wir dann unseren Spielern stellen können. Genau, und da werden wir auf jeden Fall einige glückliche Gesichter sehen, glaube ich, heute. Das glaube ich auch. Vielen Dank auch an alle, die in den Kommentaren gejubelt haben, das erfreut uns natürlich auch. Das war zum Beispiel ein sehr, sehr starker Schlag, gerade vom Andreas. Das war sehr, sehr gut, sehr variabel, gefällt mir. Ich bin immer, sehr, sehr... sehr entzückt, sage ich jetzt schon einmal, wenn ich Spielerinnen und Spieler sehe, die variabel aus dem Hinterfeld arbeiten und nicht immer nur die Frucht nach unten hauen. 13:8, der Spielstand. So. Der war knapp. Knapp draußen. Der Punkt von Karin Seebacher. Schade. Der auch. So. Da gibt es, glaube ich, eine Korrektur, genau. Ja. Schießt sich dann den Punkt zuerst für den ATC gegeben. Ja. Dann auch noch im Publikum nachgefragt. Auch sowas gibt es natürlich. Oh, sehr stark. Das haben wir leider ein bisschen vergessen. Hier noch einmal kurz die Übersicht über die... Ich würde sagen, schauen wir uns das nächste Mal an. Entschuldigung. Das sehr starker Einsatz von der Karin. Schalten wir dann am Ende ein. Guter Ballwechsel. Sehr starker Ballwechsel, schade. Und schade. 18:8. 10 Punkte Vorsprung mittlerweile für Katharina Hochmeier und für Andreas Schneider. 10 Punkte Polster, das ist natürlich... Das ist jetzt natürlich schon eine Welt. Das ist schon eine ordentliche Kante. Aber der erste Satz auch hier. Relativ umkämpft. Zu 15. Also wirklich chancenlos war der ATC Graz eigentlich in keinem Spiel. Auch wenn wir jetzt nochmal... Man muss natürlich auch bedenken, dass wir hier eine Kombination haben beim ATC Graz. Genau, ja. Von zwei Spielern, die gerade nicht bekannt sind für den Mixbewerb. Genau. Und die auch miteinander wahrscheinlich auch noch nie gespielt haben, würde ich jetzt mal behaupten. Auch im Training nicht.
Satz Matchball. 10-20 Matchbälle. 10 sind es. Und dann ist dieser heutige Matchtag vorbei. Und das war's. 21-15, 21-10. Da ATSE Graz gewinnt auf Offenbach mit 5-3 gegen Watzimmering. Nicht mit 6-4. Nicht mit 6-4, so ist es. Ein guter Start hinein. Und auch nochmal der Aufruf, wenn ihr jetzt irgendwelche Fragen habt, die wir den Spielern stellen können. In den folgenden Interviews lasst es uns bitte wissen.
So, damit sind wir jetzt in den Interviews. Nina Almer ist bei mir. 5:3, der Sieg im ersten Bundesligaspiel. Du hast beide Spiele gewonnen. Wie glücklich bist du darüber, über diesen Auftakt? Ich kann es gar nicht sagen, ich bin sprachlos. Also wir hätten auf keinen Fall mit dem Sieg gerechnet, dass wir mithalten können, das wissen wir, das haben wir ja letzte Saison schon gewusst. Aber dass endlich mal das Glück auf unserer Seite war und dass einmal bei uns alles aufgegangen ist, das ist einfach eine Riesenerleichterung und wir freuen uns alle unglaublich. Bei euch beim Damen-Doppel, du mit Irene Hohl, man hat richtig gemerkt, wie sich die Stimmung mit dem Publikum auch hochgepusht hat. Wie hat sich das am Court angefühlt? Ja, es war Wahnsinn. Nein, es war so toll zu spielen vom Heimpublikum und was sie wirklich bezahlt gemacht hat, war das Sommertraining. Also wir haben total hart an unserem Doppel weitergearbeitet und man sieht, dass es was gebracht hat. Jetzt ist natürlich der Sieg im ersten Spiel da. Mit wie viel Freude, mit wie viel Erwartungen blickst du jetzt auf die weitere Saison? Ja, die Freude ist natürlich groß, Erwartungen. Ich denke, wir geben immer unser Bestes. Wir haben jetzt den Schuli, also eigentlich kann nichts passieren. Also schauen wir, was die Saison da bringt. Aber es war auf jeden Fall ein guter Start. Okay, vielen Dank und Gratulation zu diesem ersten, zu dieser ersten Partie. Marco? Bist du noch? Wen noch interviewen? Okay, wir kommen zum zweiten Interview. Christian Hartner, wir konnten natürlich live aus der Kommentatorenbox deinen Einzel ziemlich gut verfolgen. Nachhinein, was sagst du zu deinem Einzel? Ja, nachdem ich jetzt lange Pause gemacht habe und heute eigentlich das zweite Mal wieder spiele, bin ich eigentlich sehr zufrieden mit meiner Leistung. Bin froh, dass der Körper mitgemacht hat und bin natürlich froh, dass ich in Wilson das erste Mal überhaupt schlagen habe können. Ja, wir haben auch kurz miteinander geredet, da Stefan und ich vorher. Und für uns war das eine Überraschung, dass du so gut mithalten konntest, vor allem für mich, weil ich doch das alles mitgekriegt habe, dass es da gesundheitliche Probleme gab. Hast du damit selber gerechnet, dass das so ausgehen wird oder hast du andere Erwartungen, bist du mit anderen Erwartungen in das Match reingegangen? Grundsätzlich kann man sagen, also ich bin mit keinen Erwartungen ins Spiel gegangen, habe nur mit gerechnet, dass ich doppelt spiele. Das Einzel war eigentlich, mal schauen, was geht. Und dann ist es eigentlich relativ gut, hat relativ gut funktioniert. Wilson hat mal sehr in die Karten gespielt. Es war dann ein richtig gutes Match, ja. Abschließende Frage. Da du jetzt für einige Zeit gesundheitliche Probleme hattest, hast du das jetzt während dem Match sehr deutlich gemerkt oder warst du eher in der Bereitschaft, dass du gesagt hast, es geht und ich kann dann noch eine Latte draufsetzen? Also man muss sagen, ich war schon ziemlich am höchsten Level, was geht. Viel mehr wäre da jetzt nicht mehr gegangen. Deswegen bin ich froh, dass es dann zum Guten gewendet hat und ich dann im dritten Satz Gott sei Dank das Match gewonnen habe. Dann bedanke ich mich für das Interview und noch schöne Feier.
So, und Erik Seiwald ist auch noch bei mir. Beide Partien in 2 Sätzen gewonnen. Wie war es heute am Court? Boah, ja, ich habe mich gut gefühlt. Die Bälle sind gut, also gut gespielt. Ich habe meine Sachen gut umsetzen können, gut in meine Stärken reingespielt, im Doppel in unsere Stärken und haben dann ja, unsere Spiele auch gut zu Ende gespielt. Ich muss sagen, bei unserem Kommentar, der Marco hat das auch heute schon vorausgesagt, hat gesagt, er sieht in deinen Augen so ein Leuchten. Hast du dich auch so darauf gefreut heute auf die Partie? Ja, voll. Also ich fühle mich jetzt schon länger gut. Im Sommer mich gut vorbereitet, viel Athletik gemacht eigentlich und ja, das habe ich jetzt aufs Feld bringen können. Wenn man jetzt auch an die letzte Saison denkt, wie gut tut es, dass einmal auch diese knappen Spiele eben heute für den ATC Graz ausgegangen sind, dass eben ein knapper Sieg geworden ist? Ja, unglaublich gut. Letztes Jahr waren wir halt immer um das Eizahl zu schwach, aber wir haben letztes Jahr eigentlich schon gezeigt, dass wir es können und jetzt haben wir halt die knappen Spiele gedreht und dann auch verdient gewonnen. Was erhoffst du dir jetzt noch von dieser Saison von euch? Boah, dass wir mitspielen können. Das Ziel ist natürlich, in die mittleren Playoffs zu kommen. Aber ja, dass es so weiterläuft und wir das spielen, was wir können. Dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Interview. Gratulation nochmal zu den beiden Siegen und zum Sieg gesamt. Und ich darf noch einmal den Marco zu mir bitten. Also, das war es jetzt heute mit dieser ersten Begegnung. 5:3 nochmal. Also, wir können es, glaube ich, hier alle immer noch nicht glauben. Das ist eine große Überraschung. War Zimmering einer der Titelanwärter, das muss man so sagen. Was ist noch einmal dein Resümee jetzt am Ende? Mein Resümee zum Ende hin ist, dass ich habe kurz zugehört beim Erik. Letzte Saison war es natürlich so, dass es sehr oft dazu gekommen ist, dass wir knappe Spiele nicht zu unseren Gunsten entscheiden konnten. Und heute ist es uns gelungen, die knappen Spiele für uns zu entscheiden. Und ich habe so stark gehofft, dass wir so in die Saison reinstarten, weil das gibt natürlich uns für die nächsten Begegnungen umso mehr Push und Motivation, da einfach schon gut in die Matches reinzugehen, weil wir jetzt schon einmal gegen einen der Titelanwärter schon einmal siegreich waren. Und ich hoffe, dass wir in den nächsten Begegnungen auch so siegreich werden. Ich weiß, hast du gerade im Kopf, wann wir... Genau, ja, also die nächsten Begegnungen am 19. und 20. November, die Doppelrunde im Auswärts gegen Ohlsdorf und VRC. Und dann sehen wir uns hier im Attention das nächste Mal am 3. Dezember gegen Smash. Gut. Im Grazer Derby. Ich glaube, darauf freuen wir uns. Darauf freuen wir uns sehr, ja. Ja, bis dahin bedanke ich mich an alle Zuschauer, sowohl präsent hier in der Halle als auch an alle Online-Zuschauer. Ich kann nur noch einmal daran appellieren, falls es irgendwelche Verbesserungen gibt, die der Stefan und ich machen können oder allgemein an das ganze Techniksystem. Ihr seid wirklich dazu aufgerufen, gerne was in die Kommentare zu schreiben. Und mit diesen Abschlussworten verabschiede ich mich von dem heutigen Tag und wir sehen uns wieder am 3. Dezember. Ja. Stefan, damit auch von mir, das war es heute, 5:3, also für den ATC Graz gegen Wattsimmering. Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Tschüss.